Andreas Wimheller ist aus Mainz. Er ist Jurist. Ich stelle ihn kurz vor, weil ich so die Begrüßung hier den Anfang mache und er dann im Wechsel werden wir immer uns dann gegenseitig das übergeben. Andreas Wimheller ist Jurist. Er ist Mediator und er hat unter anderem eine Weiterbildung als Verhandlungstrainer am Wissen Sie Burgen. jetzt, warum bin ich angesprochen worden? Ich bin im Referat 32. Wie auch immer. Das kann natürlich sein, wenn Menschen neu reinkommen, dass sie noch nicht automatisch stummgestellt sind. Also ich probiere es, glaube ich, jetzt zum dritten Mal. Ja, er hat eine Weiterbildung als Verhandlungstrainer am Purkham on Negotiation an der Harvard Law School in Cambridge, USA absolviert, insbesondere bei William Ury und Bruce Patten. Manchen sagen diese Namen direkt schon etwas. Ich selbst bin Diplom-Sozialpädagogin und auch Mediatorin und zusätzlich noch Moderatorin für systemisches Konsensieren. Damit sich niemand wundert hier, der mich nicht kennt, vor 9 Jahren bin ich von Mainz nach Wien gezogen oder auch übersiedelt. Deswegen steht bei mir in der Ankündigung Wien und bei Andreas steht meine Heimatstadt Mainz. Das finde ich natürlich auch ganz amüsant. Und so haben wir hier eine ländergrenzüberschreitende Aktion. Und zu den Spielregeln habe ich ja schon einiges gesagt. Also nochmal für die, die Halt, auch ich stehe mal später kurz. dazugekommen sind. Ich wollte es gerade sagen. Die Mikros bitte alle ausschalten und darauf achten, dass sie auch ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, ob es sonst, Andreas, für dich vielleicht leichter wäre, wenn du den Host jemanden übergibst, den du kennst, der da ist, dass du nicht dauernd Menschen stumm schalten musst. Ist nur eine spontane Idee, weil das dich dann doch jedes Mal wieder rausreißt. Ja. Vielleicht kennst du jemanden, der das übernehmen könnte, immer wieder, wenn wir was hören oder neu reinkommen. Das kriegt man dann vielleicht angezeigt als Host. Ist Ja. eine Idee. Also ich sage noch mal weiter was zu den Spielregeln sozusagen. Mikros bitte alle ausschalten und aushalten, also ausgeschaltet halten. Der Chat ist offen für euch. Ihr könnt das nutzen, bitte nicht, also gut damit umgehen, achtsam, dass es nicht zu sehr ablenkt. Ihr könnt euch da auch rüber vernetzen, ihr könnt Links reinstellen, wenn was passt, etc. Wir werden den Chat komplett ignorieren, dass uns dann sonst zu sehr ablenkt. Das ist auch nicht so gedacht. Wie es zu dem Gespräch gekommen ist. Ja, das war irgendwie so, hat sich so gefügt, kann ich mal so sagen. Andreas hatte auf LinkedIn, ich glaube, es war Ende April, einen Beitrag gestellt, selbst gepostet und der wurde mir von LinkedIn angeboten. Ich bin neugierig reingegangen, also habe dann den gelesen und habe gesehen eben, dass du dich auf Friedrich Glasel und Fritz B. Simon beziehst und beide Positionen sozusagen nacheinander kurz darstellst, sehr sachlich und am Ende auch sagst, dass es darum gehen kann, vielleicht nicht zu denken, es gibt hier eine eindeutige Lösung oder eine einzige Meinung und die ist die einzig wahre. Und wenn man glaubt, man hat sich gut informiert und dann vielleicht doch noch immer wieder ein Fragezeichen dran macht, fehlt mir vielleicht doch irgendwas, was ich übersehen habe. Dieser Beitrag hat mir sehr zugesagt, sehr getaugt und im Schreiben eines Kommissars kam mir dann, und ich habe es einfach auch hingeschrieben, die Idee, wie wäre es denn vielleicht, die beiden zusammenzubringen? Gerade auch, weil ihr beide, was ich wirklich mal sagen möchte, wirklich toll finde, ihr beide mit euren Gedanken bereits über YouTube etc. interviewt wurdet, über die Deutsche Gesellschaft, Stiftung, Mediation, dann über Trigon etc. Es gab hier verschiedene Sachen bei dir auch, Fritz, Simon. Ihr seid immer bereits in der Öffentlichkeit mit euren Gedanken und dadurch lag es irgendwie nahe, dass das vielleicht jetzt ein weiterer Schritt sein könnte. Und da ich euch beide eben kenne, sonst hätte ich, glaube ich, nicht die Idee bekommen. Das wäre dann doch zu sehr eine Hürde gewesen. Und Friedrich, wir kennen uns ja wirklich. Ich habe mir überlegt, seit 2005 Ja. die Jury-Tätigkeit im BM. Und Fritz, dich habe ich vor 3 Jahren bei Anita von Hertel kennengelernt, als du da den Preis bekommen hast und wir da gemeinsam in dieser UMUF-Sitzung saßen. Und so kam das Ganze. Und dann hatte ich euch gefragt und auch Andreas, weil du sozusagen unbewusst eine Vorlage für ein Tor gelegt hast, ohne es zu ahnen. Und so kam es eben zu diesem Gespräch. Wir freuen uns sehr über das hohe Interesse und ich übergebe jetzt an dich, Andreas. Ja, vielen Dank, liebe Gesine. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich auf die Gelegenheit, dass wir hier in den Austausch kommen und
Wir haben uns ja überlegt, wie wir die Dinge auch ein bisschen systematisch angehen und dass wir damit anfangen wollen, weil wir nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder und jede, die heute hier zugeschaltet ist, wirklich bis ins Letzte die jeweiligen Positionen, die veröffentlicht sind, kennen, die ganzen Videos gesehen haben, dass wir im ersten Schritt erstmal die Positionen, die Fritz Simon und Friedrich Glasel zu dieser Frage bezogen haben, in sich aus ihrer inneren Logik heraus verstehen wollen und dann in einem weiteren Schritt eben ins Gespräch kommen und quasi schauen, wie diese beiden Positionen gegeneinander oder vielleicht auch teilweise miteinander funktionieren können. Und anfangen möchte ich hier mit Fritz Simon. Fritz Simon, du hast einen Artikel veröffentlicht, in dem du eine Position bezogen hast, die manche, die aus dem Feld der Mediation, Konfliktmanagement und so weiter auf die Position drauf gucken, erst einmal irritiert hat, nämlich, wenn ich kurz zwei Sätze, in die das kulminiert, vorlesen darf: Mir scheint, man sollte die Ukraine mit allen zur Verfügung stehenden schweren Waffen beliefern. Ziel muss sein, den Russen die Idee des Sieges auszutreiben. Das ist natürlich eine Herleitung und eine umfangreichere Position, aber das ist am Ende des Tages quasi das Fazit, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Fritz, da würde ich dich bitten, nochmal zu erläutern, wie du in dieser ja hoch umstrittenen Frage, also in der Gesellschaft, ich glaube, in jeder Kneipe und auch in jedem politischen Forum im Moment umstrittenen Frage, wie du da zu dieser ja doch sehr klaren Position kommst, mit allen zur Verfügung stehenden schweren Waffen jetzt dort zu unterstützen. Und du sagst, das ist aus deiner Sicht der richtige Weg, um aus dieser Konfliktsituation möglichst gut herauszukommen. Gut, da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich das darf. Ja, wenn ich das richtig sehe, haben wir ja genug Zeit und das ist ja nicht... Genau. Eine Fernseh-Talkshow, wo man nur 30 Sekunden hat. Ja. Also zunächst muss ich gestehen, dass ich weder Russland besonders gut kenne, noch die Ukraine. Also ich bin kein Osteuropa-Experte. Ich war zwar mal in Russland, Sibirien, Moskau, ja, und ich war auch mal in der Ukraine, in Odessa, aber beides war zu Zeiten, als die Sowjetunion noch bestand. Das heißt, ich war mir, als ich in Odessa war, überhaupt nicht bewusst, in der Ukraine zu sein, ja, weil für mich das eine Einheit war, wie wahrscheinlich für viele Leute im Westen. Dass es die Ukraine gibt und dass die eine eigene Sprache haben, weiß ich erst, seit Bücher von mir auf Russisch und Ukrainisch erschienen sind. Aber auch das habe ich nicht wirklich ernst genommen, aber seit der Orangenen Revolution und seit dem Maidan ist und der Besetzung der Krim ist für mich die Ukraine bzw. die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine überhaupt in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Gut, was sind die Vorannahmen, von denen aus ich argumentiert habe? Ich habe mich vor 20 Jahren etwa mal fast ein Jahr lang mit dem Thema Krieg beschäftigt. Ja? Alle Kriege sind Konflikte, aber nicht alle Konflikte sind Kriege. Also muss man sehr genau schauen, ist das, was man sonst in Konflikten, zum Beispiel als Mediator oder systemischer Berater macht, noch angemessen für Kriege? Wie kann man Kriege definieren? Ich beziehe mich da auf einen israelischen Militärhistoriker und Theoretiker, Martin van Krefeld. Da hat wieder jemand das Mikro ein im Hintergrund. Martin van Krefeld, der definiert Kriege als Konflikte, in denen beide Seiten ihre Existenz riskieren. Also es geht um Leben und Tod, auf Deutsch gesagt. Ja, und zwar nicht nur für Individuen, sondern Existenz heißt eben auch, und das sieht man jetzt in der Beispiel Ukraine, wenn die Russen sagen, wir wollen die Ukraine quasi von der Landkarte vertilgen, dann ist das ein schönes Beispiel dafür, dass es da um die Existenz geht. Ich glaube zwar nicht, dass es um die russische Existenz geht, also insofern müsste man da nochmal nachschauen. Gut, also in der Beschäftigung mit dem Thema Krieg, und da habe ich relativ viele Kriege mehr angeguckt und die auch in einem Buch, das ich dann ja daraus gemacht habe, ziemlich genau analysiert, bin ich, man sucht ja immer nach Mustern, auf eigentlich drei Muster gekommen, die wie Kriege enden. Ja? Das erste ist, der Gegner wird vernichtet.
Ja, das kann man, was weiß ich, wenn man einen Bandenkrieg hat, dann kann man alle, was weiß ich, Al Capone, ja, Maschinenpistole, alle niedergemäht, dann ist der Gegner vernichtet, hat man kein Problem mehr. Das klappt bei Nationen vielleicht schon. Polen gab es mal eine Zeit lang nicht, die Ukraine soll es nicht mehr geben in Zukunft. Bei Kulturen gelingt es schon nicht mehr. Bei Kulturen kann man nicht vernichten, da bleiben immer Leute übrig, die sie fortsetzen. Religionen kann man nicht vernichten. Also da Kriege zu führen, wahrscheinlich kann man auch Krieg gegen die Drogen kann man auch nicht führen. Das ist auch Quatsch, falsche Metaphorik. Ja, also wenn ich den Gegner vernichten kann, dann ist das ein Ende. Ja, das ist sozusagen die erste Möglichkeit. Die zweite ist, dass eine Partei die weiße Fahne zieht und sich unterwirft. Ja, das heißt, wir sind die Schwächeren und deswegen sehen wir das ein, wir unterwerfen uns, weil Krieg ist ja Gewaltanwendung oder zumindest Gewaltandrohung beruht, wie soll man sagen, auf Gewaltandrohung beruht ja normale Macht, die akzeptiert wird, nach dem Motto, ehe ich es riskiere, mache ich halt das, was da von mir gefordert wird. Also es wäre die zweite Version, dass kapituliert wird. Und die dritte, und das scheint mir hier in dem Fall die wahrscheinlichste, ist, dass man, und das halte ich für ein tragisches Ergebnis generell, also jetzt nicht nur in Bezug auf Ukraine, Russland, dass man so lange kämpft, bis keine der beiden Seiten mehr glaubt, sie könnte gewinnen und beide Seiten überzeugt sind, dass sie verhindern können zu verlieren. Ja, das heißt, wenn beide Seiten sagen, wir können verhindern zu verlieren, weil selbst wenn wir vorübergehend Ruhe geben und nicht weiterkämpfen, dann ist das nur eine Zeit, wo wir Kraft sammeln, ja, wo wir wieder aufrüsten. Sieht man in diesen Konflikten, die über Jahrhunderte gehen, auf dem Balkan oder wo auch immer. Ja, da, die haben ja nicht Frieden geschlossen, sondern die haben eine Zeit lang, Jugoslawien zum Beispiel, gab es halt eine starke Zentralmacht und dann wurden die ethnischen Konflikte in Jugoslawien niedergehalten, weil es eine höhere Macht gab, die dafür sorgte, dass die nicht Krieg miteinander führten. In dem Moment, wo Jugoslawien aufgelöst war, kam es zum offenen Krieg. Also, wenn man eine Verhandlungslösung will, ich glaube, man muss eine Verhandlungslösung anstreben, dann wird man sie nur bekommen, wenn beide Seiten so lange gekämpft hatten, bis keiner mehr die Idee hat, er könnte noch gewinnen. Ja, das heißt, wenn ich sage, wir müssen der Ukraine schwere Waffen liefern, dann, und das hast du zitiert, um die Russen davon zu überzeugen, dass sie nicht gewinnen können. Dass die Ukraine nicht gewinnen kann, scheint mir offensichtlich. Ja, also ich glaube nicht, dass man der Ukraine Waffen liefern sollte, um Russland zu besiegen und in Moskau einzumarschieren. Ja, halte ich nicht nur für unwahrscheinlich, halte ich auch für wenig intelligent. Natürlich muss man sagen, dass deswegen habe ich gesagt, das ist ein tragisches Ergebnis und ich schaue jetzt ganz klar aus der Außenperspektive, ja, aus der Außenperspektive, der sich Kriegsmuster anschaut. Ja, und die Erfahrung ist, man könnte natürlich schon vorher verhandeln, ehe man diese Tausenden von Toten produziert hat und sagen, jetzt, wie kommen wir weiter? Aber Kriege beginnt man ja üblicherweise, weil man denkt, man könnte gewinnen. Und die Russen haben hier den Krieg begonnen, weil sie denken, sie könnten die Ukraine besiegen. Ja, und die Ukrainer haben sich gewehrt, weil sie sagen, wir werden euch davon überzeugen, dass euch das nicht gelingt. Persönlich halte Kriege für was extrem Irrationales. Ja, ich halte es für einen Zivilisationsbruch. Und um das ganz deutlich zu sagen, meine Sympathien einfach aus der Kenntnis der Kultur heraus lagen eigentlich immer, schon weil ich von der Ukraine nichts wusste, mehr bei den Russen. Aber was da jetzt passiert, halte ich für einen Zivilisationsbruch. Ja, die Frage ist, wie definiert man Zivilisation? Ich folge da Norbert Elias, der sagt, Zivilisation heißt, wir haben ein System, wo Konflikte nicht mit Hilfe von Gewalt gelöst werden. Und das in Staaten gelingt das normalerweise durch das staatliche Gewaltmonopol. Ja, das heißt, da muss man halt, wenn man einen Konflikt mit seinen Nachbarn hat, das Rechtssystem einschalten oder Mediatoren engagieren oder Ähnliches. Und Faustrecht zur Waffe zu greifen, das geht nicht. Zwischen Staaten haben wir das leider nicht. Und leider versagt da auch die UNO aufgrund dieses
Vetorechts der Sicherheitsratsmitglieder, sonst könnte man die UNO womöglich zu so einer Zentralgewalt aufpeppen. Und, aber das, darauf kann man nicht setzen. Und deswegen, glaube ich, muss man die Ukraine aufrüsten. Nicht damit sie gewinnt im Sinne von, die Russen sind jetzt haben eine Niederlage und werden jetzt ihrerseits besetzt, sondern um überhaupt erst zu Verhandlungen zu kommen. Mhm. Ja, vielen Dank, Fritz. Ich möchte eine Nachfrage stellen. Bei dieser strategischen Analyse, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, es ist wichtig, damit es hinterher eine auch nachhaltig befriedigende Verhandlungslösung geben kann, zu sagen, wir müssen sozusagen die Augenhöhe herstellen für die Verhandlung hinterher und dafür müssen wir quasi militärisch die Ukraine erstmal ein Stück weit ermächtigen, dass sie diese Augenhöhe erreicht. Bei dieser strategischen Analyse, die du gemacht hast, ist da der Faktor der russischen Atomwaffen in irgendeiner Weise relevant für dich oder sagst du, das ist ein Faktor, den man bei dieser Analyse dieser Kriegssituation, den man rausdenken, rauslassen müsste? Das ist ja auch eine extrem umstrittene Frage in der deutschen Öffentlichkeit und das scheint mir auch weniger eine militärische Frage, also eine militärfachliche Frage zu sein, als eine Frage von strategischem Denken oder Konfliktanalyse. Deswegen würde ich sie gerne dir noch stellen als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, die Atomseite kann man rauslassen, weil das, was im Kalten Krieg galt, nach dem Motto, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter, gilt immer noch. Ja, das heißt, ich glaube, im Moment ist es ja kein Zufall, dass beide Seiten, und vielleicht muss ich das noch ergänzen, ich denke, wir sind schon längst Konfliktpartei. Ja? Wir sind nicht außenstehende Dritte, die jetzt hier vermitteln können, sondern wir beliefern ja die eine Seite mit Waffen und so weiter. Und deswegen sollten wir das auch weiter tun, weil es für mich um diesen Kampf um die Zivilisation und um bestimmte zivilisatorische Regeln geht. Ja, aber ich glaube, diese Sorge vor Atomwaffeneinsatz braucht man nicht zu haben, weil das ist kollektiver Selbstmord und ich halte Putin nicht für irrational. Ich halte ihn vielleicht für falsch informiert über die gesellschaftliche Stimmung in der Ukraine und die Beziehung über Russland und Ukraine, aber ich glaube nicht, dass er irrational ist. Und das ist kein Zufall, dass beide Seiten ja bemüht sind, bislang den Konflikt auf die Ukraine zu beschränken. Die Amerikaner schicken keine Waffen, mit denen man jetzt Russland angreifen könnte. Und selbst die Ukraine ist weise genug, ja, ab und zu rutscht ihnen mal eine Rakete durch und zerstört eine Raffinerie, aber das ist keine systematische, sind keine systematischen Schläge, die da passieren. Ja, also beide Seiten sind bemüht, dieses Spielfeld zu begrenzen. Und ich glaube, da gibt es, ich weiß nicht, ob es da im Hintergrund irgendwelche Absprachen gibt, aber ich hoffe und nach allem, was ich weiß, sind da ja durchaus von Militärseite zu Militärseite Gesprächskanäle offen. Man hat sich geeinigt, wir halten das da begrenzt. Und ich habe persönlich keine Angst davor, dass jetzt Atomwaffen geworfen werden auf Berlin, ja, oder Wien. Aber Wien ist ja eh neutral. Also insofern, die halten sich heraus. Denken. Ja, vielen Dank, Fritz. Friedrich Glasl, du hast ja auch relativ früh schon in dieser Krise und auch, wenn ich das richtig verstanden habe, aus verschiedenen Gesprächen, die von dir öffentlich sind, aus einer Befassung, gerade auch mit Erfahrung mit diesem Kulturraum, sehr vehement gegen Bewaffnung und gegen quasi den Versuch, durch eine militärische Ermächtigung der Ukraine irgendeine Lösung zu finden, plädiert, sondern sagst, es muss Gespräche geben, so früh wie möglich und mit idealerweise keiner weiteren Eskalation dieses Konfliktes. Wenn du dort jetzt diese Logik und die Analyse aus deiner Perspektive auch vorstellen könntest, dann, dass wir einen Einstieg haben in dieses Gespräch, dann glaube ich, wäre das sehr hilfreich. Ja. Mein Grundproblem ist, da knüpfe ich an bei Fritz, nämlich, das ist ungeheuerlich, wie hier eigentlich ein Rückfall in der zivilisatorischen Entwicklung wieder mal passiert, ja nicht zum ersten Mal. Und was mich besonders auch stört, ist, dass eine gewisse Rhetorik besteht und eine Stimmung gemacht wird, als sei das unvermeidlich.
ist mein Eindruck. Ja? Und ich habe mich sehr dafür engagiert, einerseits zu sagen, man kann der Ukraine nicht das Recht auf Selbstverteidigung absprechen. Insofern will ich nicht verhindern oder gegen argumentieren oder so, dass Waffen geliefert werden an die Ukraine, um sich gegen diesen Angriff zur Wehr zu setzen. Allerdings, was mein Grundanliegen ist, dass so alternativlos gedacht und gehandelt wird. Es gab am Anfang verschiedene Bemühungen zu sagen, naja gut, der Waffengang, aber kann man Waffenruhe, das ist ja nicht dasselbe wie Waffenstillstand, Waffenruhe erreichen, dann Waffenstillstand und vielleicht öffnen sich dann Windows of Opportunity für Friedensgespräche. Aber was mir wirklich wesentlich zu schaffen macht, ist das, was ich so nenne, so alternativlos. Nämlich, nachdem da einige Versuche, Besuche in Moskau oder in der Datscha von Präsident Putin und so, nicht zu irgendwelchen merkbaren, spürbaren, beobachtbaren Veränderungen im Verhalten geführt haben, dass es dann heißt, so, das ist alles für die Katz, wir hören damit auf. Da fürchte ich, dass es primär der verletzte Stolz oder die Eitelkeit der Politikerinnen, der Politiker ist, die merken, dass sie nicht irgendeine Gesinnungsänderung auf Seiten der russischen Kriegsführung erreicht haben. Und da sage ich, es geht um wirklich Tausende von Menschen auf der russischen, auf der ukrainischen Seite, auf der ukrainischen wie auf der russischen Seite und moldawisch und so weiter. Und dafür ist es immer die Mühe wert, so einen Versuch zu unternehmen und nicht die, würde ich sagen, naive Erwartung zu haben, dass jetzt nach so einem Gesprächsbesuch und so, dass dann spürbar, merkbar von der russischen Seite ein Rückzieher gemacht wird. Es muss ja auch gesichtsschonend geschehen und so weiter. Also gegen das Alternativlose agiere ich. Und da schaue ich unentwegt, welche Windows of Opportunity, also Gelegenheiten, Fenster öffnen sich. Und die öffnen sich immer wieder und wieder und erkennen wir sie und nutzen wir sie auch mit den entsprechend richtigen Mitteln. Und nicht zu sagen, es hilft alles nichts. Denn die Alternative, wenn wir sagen, es gibt keine Bemühungen auf der diplomatischen Ebene, dann ist die Alternative wirklich die dritte Form der Beendigung des Konflikts, wie du es Fritz gesagt hast, nämlich keine Seite glaubt mehr durch das Nachrüsten und Nachschieben von Waffen und so weiter und auch militärische Schulung und alles das, was ja von westlicher Seite dazu gehört und was hier geliefert wird, dass keine Seite mehr mit dem Rest an Rationalität meint, kalkulieren zu können, dass eine Aussicht auf irgendeinen Sieg besteht. Und das kann sich enorm hinziehen. Ich habe einige Male auch in Gesprächen gesagt, Russland hat vermutlich auch durch die regionale Nähe des Schlachtfeldes, um diesen scheußlichen Begriff zu verwenden, hat garantiert den längeren Atem. Das heißt, es kann sich wirklich enorm hinziehen. Und ich interpretiere auch die Aussagen des Generalsekretärs der NATO so, nämlich stellt euch darauf ein, das kann Jahre dauern eben, dass man es darauf ankommen lassen könnte, wirklich so weit diese Kampfhandlungen fortzusetzen nach dem autopoetischen Prinzip, das zitiere ich dem Fritz aus einem seiner Bücher, also dieses Self-Propelling oder dieses Perpetuum mobile der Konflikthandlungen, bis jede Seite aufgrund der Erschöpfung merkt, es ist aussichtslos, wir müssen doch etwas anderes tun. Erst dann, also diese dritte Form, die Fritz angesprochen hat, die dritte Form, einen Krieg sozusagen auslaufen zu lassen. Mhm. Und ich würde sagen, die vierte Form, die wir auch Gott sei Dank immer wieder haben, nämlich, dass wir es nicht den Kombattanten überlassen, ob die Kriegshandlung aufhört oder nicht. Nämlich die vierte Form, dass interveniert wird von außerhalb. Und natürlich, jetzt
du Fritz gerade angesprochen, die UNO ist leider auf die Zuschauertribüne verbannt worden. Ja? Durch das Konstrukt nach 1945 mit der Vetomacht der damaligen Siegermächte. Und was ja schon längst nicht mehr mit den heutigen Machtverhältnissen übereinstimmt. Ja? Aber es gibt genug andere Möglichkeiten, um zu sagen, nicht, also das eine wäre, ich unterscheide das eine neutrale, das andere ist, wir sind sogenannte Stakeholders. Aber erstmal, ich glaube, dass noch lange nicht ausgeschöpft ist, dass es immer noch neutrale und bündnisfreie Staaten, Regierungen in der Welt gibt, die noch nicht wirklich ausreichend versucht haben, was versucht werden könnte. Ich werfe in dem Sinn der österreichischen, der Schweizer Regierung vor, beide machen ja mit bei den Wirtschaftssanktionen, sind also hier solidarisch mit der EU, die Schweiz freiwillig, die wäre ja nicht dran gebunden, nicht durch den Maastrichter Vertrag und so weiter. Aber ich weiß aus meinen Arbeitskontakten mit der Schweizer Diplomatie, dass Schweizer Regierung vermeiden möchte, dass der Eindruck entsteht, sie sind Kriegsgewinnler, wenn sie nicht an den Sanktionen mitmachen, dass sie da gewisse Vorteile abschöpfen könnten. So, als nebenbei gesagt. Aber das eine ist, dass wirklich die Länder, die völkerrechtlich gesehen, und es geht für mich um das Völkerrechtliche, das nicht um, ob wir rechtlich, ich meine jetzt moralisch gesehen oder politisch gesehen oder ideologisch gesehen neutral wären, sondern völkerrechtlich. Das ist entscheidend. In Kriegszeiten ist eben das Kriegsrecht und das Völkerrecht mit all den Genfer und Haager Konventionen das Normenset, auf das es ankommt. Also, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass solche Regierungen, Länder sagen, es gibt ja das Beispiel, Österreich ist 55 in Zeiten eines enormen Kalten Krieges, wo wirklich Systemkämpfe, wo es wirklich war, was setzt sich durch, der Kapitalismus oder der real existierende Kommunismus, Sozialismus. Und das Ganze hatte natürlich auch wirtschaftliche Hintergründe, sowohl im Westen wie im Osten, dass in der Zeit, wo der Kalte Krieg wirklich mit enormen Akten des Misstrauens geführt wurde, dass es da gelungen ist, 1955 das ist das Konzept der Neutralität im völkerrechtlichen Sinne anzubieten, natürlich, weil die österreichische Regierung damals gespürt hat, dass sich Österreich nicht auf die eine oder andere Bündnisseite schlagen möchte. Das war natürlich eine große Beruhigung für die damalige Sowjetregierung. Aber wie dann auch? In der Zeit, in der wirklich Misstrauen dominant war und das Hochrüsten ja weiterging und weiterging, ist das gelungen. Und ich habe sehr früh, ja, kann nur das nur andeuten, ich habe sehr früh mich bemerkbar gemacht beim österreichischen Außenministerium, weil seinerzeit meine Arbeit über Neutralität und die Beiträge Neutraler in Völkergemeinschaften zu Peacekeeping und zu Peacebuilding, wie wir es heute nennen würden, das war seinerzeit meine Doktorarbeit 1967, weil ich mich da sehr gründlich mit diesen Fragen beschäftigt habe. Und ich habe da einige Anregungen gemacht und positive Antwort gekriegt. Auf dem Papier, in den Taten habe ich nicht irgendwelche Wirkungen gesehen. Aber es ist noch nicht zu spät. Und ich habe sehr, sehr meine Ohren gespitzt, als kurz nach dem Überfall auf die Ukraine, kurz, vielleicht ein, zwei Tage später, könnte ich jetzt nicht genau auf dem Datum sagen, dass dann der Präsident Zelensky, der ja am Anfang ganz für NATO-Beitritt plädiert hat, gesagt hat, ja, könnte die Idee des NATO-Beitrittes fallen lassen und Neutralität, darüber könnte diskutiert werden. Und nur wenige Stunden, ich glaube 6, 7, 8 Stunden, kam von Seiten des russischen Präsidenten Putin eine ähnliche Aussage, ja, über Neutralität ließe sich reden. Das war ziemlich früh im Februar, ja, also nach der Invasion. Und in die Zeit fiel auch
meine Anregung an das österreichische Außenministerium. Und ich weiß, dass da darüber gedacht wurde und dies und jenes, aber gleichzeitig eine konzertierte Aktion mit der Schweizer Regierung. Und nach Völkerrecht ist es nicht neutralitätswidrig, sich an wirtschaftlichen Sanktionen zu beteiligen. Das ist so. Da braucht man nicht lange hin und her. Das könnte man natürlich so aufgrund der Quellen und alles genauer nachweisen. Aber das enorme Versäumnis. Dann darüber hinaus, wenn ich sage Schweiz, Österreich, gibt es genug andere, die bisher sich neutral verhalten haben, ohne jetzt völkerrechtlich ihre Neutralität zu deklarieren, aber de facto. Und das ist auch mal wichtig, weil das wird natürlich von russischer wie von der NATO-Seite wahrgenommen. Dann das andere, was mir ganz wichtig wäre, ist, dass ich sage, viele, viele, wenn nicht alle Völker und Staaten und Regierungen der Welt sind Stakeholder. Ich verwende jetzt bewusst diesen Begriff. Das heißt, ihre Interessen stehen mit dem Krieg und je länger er dauert, desto mehr auf dem Spiel. Sind Stakeholder. Sie würden gar nicht anbieten können als Neutrale im völkerrechtlichen Sinne oder jetzt, sagen wir, sonst irgendwie im politischen Sinne zu agieren, sondern es geht uns um das Überleben des Planeten. Das betrifft uns alle. Und was das betrifft, meine ich, dass hier wirklich sehr, sehr viele Interessen, und das ist das Typische für Stakeholder, ihre Interessen sind berührt, auch wenn sie nicht als Konfliktparteien aktiv intervenieren. Aber ob der Krieg so oder so geführt wird und welche Auswirkungen das hat für das rechtliche Geschehen der Welt, sprich Hungerkatastrophe, sprich die ganze Inflation und Preiskatastrophe, sprich, und das ist mir auch ein ganz zentrales Anliegen, nämlich Green Deal hin oder her auf europäischer, auf EU-Seite oder dass die Absichtserklärungen, die es weltweit gegeben hat, wirklich die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, um die Erderwärmung wenigstens auf 1,5 Grad oder sowas zu begrenzen. Das sind alle Stakeholders. Und wir wissen, oder gibt es die SIPRI-Analysen auch, wir wissen, dass rein die Produktion von Kriegsmaterial, rein ökologisch gesehen, wirklich, ich sag's mal so, kriminell ist. Noch dazu der Einsatz der Mittel. Also was da alles jetzt an CO2-Emissionen natürlich zu beobachten ist. Wobei ich jetzt sage, mein Hauptanliegen ist jetzt nicht CO2-Emissionen und ich vergesse die Menschen, die getötet werden und die Kulturgüter, die zerstört werden und die Wohnungen, sondern das kommt dazu und das betrifft die Resten, betrifft die ganze Welt, ja. Gemeinschaft und auch wenn es pathetisch klingt, die Menschheit. Und auch das, was wichtig ist, so mit der Frage der Zeitdimension. Ja. Ich begrüße das sehr, was Fritz einige Male in seinem Büchern hat, wo er sich auch auf Luhmann bezieht, dass auch die Zeitdimension bei der Konfliktbearbeitung eine große Rolle spielt. Und in dem Sinne sage ich, das, was wir jetzt ganz typischerweise beobachten können, dieses Schrumpfen des zeitlichen Horizontes, auf die Frage, ja, ist morgen Mariupol wieder in Händen der einen oder anderen Seite oder wie es mit Dnipropetrovsk und so weiter. Das ist die Verkürzung auf das operative Geschehen, das sich von Tag zu Tag ziemlich ändern kann. Aber es ist wirklich notwendig. Und darauf beruht jetzt meine Idee, das Ausschöpfen der Möglichkeiten, das Nutzen der Windows of Opportunity, der Stakeholders, die in der ganzen Weltgemeinschaft Betroffene sind, ja, um zu sagen, nicht nur kürzestfristig, sondern kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und das betrifft genauso gut die Interessen Russlands und Chinas und anderer. Ja, eine kurze Nachfrage dazu stellen, um das noch zu verstehen. Das heißt, die Idee ist, stärker durch Außendruck auszuüben, durch vermittelnde Aktivitäten, dass die Beteiligten so früh wie möglich eben
ohne große Kampfhandlungen am Ende sich in einer ernsthaften Verhandlung wiederfinden. Meine Frage in dem Zusammenhang ist, was bedeutet das denn für das Thema Augenhöhe? Also die Butner, also die Einschätzung der Alternative, und das ist ja Weiterschießen und sich in eine bessere militärische Position zu bringen. Die Einschätzung der Butner, dieser beiden Beteiligten, wird doch eine große Auswirkung haben auf das, was dann da in der Verhandlung passiert. Wie kann man das denn in dem Konzept deiner Meinung nach schaffen, dass man sozusagen Augenhöhe herstellt und eben nicht eine der beiden Seiten ihre eigene Alternative so sehr überschätzt, dass sie nur Verhandlungslösungen, die eben nicht ausgewogen, nicht fair wären, akzeptieren würde? Wenn ich bei der vierten Form, die ich jetzt beschrieben habe, bleibe, auch da gibt es noch andere Varianten, zum Beispiel, dass es wirklich eine Übermacht geben könnte. Also die UNO hat das ja nicht. Wie wir wissen, ist ja blockiert durch Veto und verfügt ja auch nicht über die militärischen Mittel, um zu sagen, Augenhöhe hin und her, wir haben die Übermacht. Das ist ein asymmetrisches Verhältnis. Ja? Und insofern ist es so, dass diese Intervention durch die betroffenen Regierungen, Staaten, die sagen, es geht um unseren Planeten und um unsere Überlebenschancen schlechthin. Ja? Und das seid ihr bitte, Russland, das seid ihr Ukraine, das seid ihr USA, das seid ihr NATO-Mitglieder, inkludiert. Ja? Aber wenn diese konzertierte Aktion von vielen Seiten beginnt, dann heißt das, Andreas insofern korrigieren, nämlich es geht nicht darum, um Druck auszuüben im Sinne von politischem oder militärischem Druck, sondern es geht um moralischen Druck, das schon. Und um eigentlich das wieder anzusprechen, von dem auch ich überzeugt bin, dass die Rationalität auf Seiten der russischen Kriegsführung noch immer gegeben ist, aber das Kalkül aufgrund der Wahrnehmung der faktischen Verhältnisse, aufgrund der Einschätzung der verschiedenen Chancen, dass das problematisch ist, das Strategiekalkül. Und durch das, was jetzt durch Interventionen von außen, durch das, was ich die Stakeholder-Gemeinschaft nenne, geschieht, ist es so, dass eigentlich gesagt wird, was die Überlebenschancen der Menschen überhaupt betrifft, das sind wir auf gleicher Augenhöhe. Allerdings, was jetzt die Frage betrifft, ob die Weiterführung dieses Krieges, der ja kein regionaler Krieg ist, ja, bei dem es ja wirklich um das NATO- und Russland-Verhältnis in erster Linie geht, ausgetragen auf ukrainischem Boden und unter Einbezug jetzt, was die Wirtschaftsfolgen betrifft, auch der anderen Regierungen, Länder und Völker und so weiter. Also, dass jetzt dieses, was sich, sagen wir, als Sprecher für das, was nicht passieren soll, was vermieden werden soll, weil es hier ein gleiches Interesse geben muss, dass durch die Fortsetzung der Handlungen wirklich, und jetzt fokussiere ich wirklich auf die ökologischen Auswirkungen, dass damit die Überlebenschancen aller gefährdet sind. Also es ist in der einen oder anderen Hinsicht ist keine Symmetrie gegeben. Und jetzt fällt mir ein, ich möchte noch nachtragen, es geht ja wirklich nicht nur um die Frage Russland, die Ukraine, sondern es ging vom Anfang an, das ist das meine Analyse, um die Frage, ob denn die alte bestehende Friedens- und Sicherheitsarchitektur nicht schon längst reparaturbedürftig war. Und es gab hier Schritte in der Richtung. Also wir wissen ja von den Bemühungen KSZE, Helsinki-Protokolle 75, wo dann 20 Jahre später die OSZE rausgekommen ist. Wir wissen von den Verträgen, die zur Rüstungsbeschränkung geführt haben, damals noch Sowjetunion und USA in erster Linie,
nicht so sehr NATO. Es gab dann die NATO-Russland-Grundakte. Es gab alle möglichen Dinge, die schon aus der Einsicht heraus damals möglich geworden sind, dass es ein höheres, ein größeres, universelles Interesse geben muss, nämlich das einander zu Tode rüsten, zu verhindern, um wirklich die Ressourcen, die wir haben, der Lösung der tatsächlichen Probleme, die ja uns über den Kopf gewachsen sind, dafür einzusetzen. Ja, das wollte ich so nachtragen. Aber wichtig ist, es ist nicht Russland-Ukraine, es ist NATO-Russland. Und da ist natürlich die Frage, wie lang steht das die eine Seite durch, wie lang steht das die andere Seite durch, auf Kosten der übrigen Menschheit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an euch beide. Ich denke, die jeweilige Position in sich und der eigenen Logik ist jetzt erstmal dargestellt worden. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auch ins Gespräch zu kommen, um genauer drauf zu gucken. Gesine, ich gebe mal weiter an dich und dein Part. Ja, im nächsten Schritt ist jetzt die Frage, wie ihr miteinander, also vielleicht wollt ihr, wir wollen euch natürlich so ein bisschen Stütze sein hier für das Gespräch und gleichzeitig seid ihr ja fachlich gewieft und alles, also wir wollen euch natürlich nicht bevormunden und so weiter. Vielleicht gibt es direkt was, was du, Fritz, sagen möchtest zu dem, jetzt kam ja ein vierter Punkt sozusagen zu deinen drei Punkten dazu. Was du jetzt zum Beispiel dazu sagen möchtest, also was da jetzt dazu kam, das wäre jetzt das Erste, was mir so in den Sinn kommt. Ich bin ja mit dir vollkommen einverstanden, Friedrich, dass es nicht reichen kann, nur Waffen zu liefern. Ja? Und dass es ideal wäre, wenn sie miteinander ins Gespräch kommen. Dass es nicht ein Ukraine-Russland-Konflikt ist, weil seit 2014, also 2014 konnten die Russen ja noch die Krim besetzen, ohne dass die Ukrainer irgendwas dagegen tun konnten. Aber seit 2014 ist die Ukraine ja massiv ausgebildet worden und aufgerüstet worden, und zwar von den westlichen Mächten, Richtig. Nicht von Amerika. Also insofern sind sie auf diesen Krieg schon vorbereitet worden. Ja? Das Problem scheint mir zu sein, die Frage ist ja, wie erklärt man, dass die Russen einmarschiert sind, den Überfall gemacht haben? Und mir scheint da diese systemtheoretische Erklärung, die nicht von mir stammt, sondern die, glaube ich, Luhmann irgendwo mal gesagt hat, Gewaltanwendung ist immer ein Zeichen von Machtverlust. Ja, das heißt, die Russen haben Macht verloren und die Anwendung von Gewalt, ja, das heißt, der Versuch, Asymmetrie herzustellen, es gibt keine Augenhöhe, die Russen wollen keine Augenhöhe, sondern Asymmetrie. Und deswegen haben sie angefangen, die Asymmetrie, die ihnen nicht gegeben wird, spontan, ja, also die Macht, die ihnen nicht spontan gegeben wird, dann durchzusetzen qua Gewalt. Wenn wir den Zeitfaktor anschauen, ich hätte natürlich als, wir müssen mal schauen, was ist die Außenperspektive, wir schauen jetzt von außen drauf. Ja, das ist die Innenperspektive. Wenn ich ukrainischer Präsident gewesen wäre, ich hätte den Russen, wenn die da aufmarschiert sind, natürlich massiv Verhandlungen angeboten. Und wenn sie dann gesagt haben, nein, wir wollen, dass du dich unterwirfst, dann hätte ich ihnen den Schlüssel zum Regierungspalast gegeben. Gesagt, hier, kommt her. Ja, kommt her, ihr werdet schon eure Freude mit uns haben, die wir hier nicht haben wollen. Ja, das hätte Zehntausende von Toten gespart. Ja, ich bin nicht wirklich ein großer Kriegsfan. Ich bin staatlich anerkannter Kriegsdienstgegner, Verweigerer. Und zwar zu einer Zeit, als man noch nicht eine Postkarte schicken musste, sondern, was weiß ich, 3 Stunden von ehemaligen Frontsoldaten durch die Wand gedreht wurde. Ja, nichtsdestotrotz, ja, die, aus der Innenperspektive, wenn man sagt, ich will mich wehren, dann kostet das viel. Ich hätte mich nicht gewehrt. Aber das ist alles Schnee von gestern. Ja. Jetzt läuft der Krieg. Und der Kriege führen dazu, dass so eine neutrale Position eben schwer zu finden ist. Alle haben ja am Anfang gehofft, du hast dann auf den Anfang hingewiesen, dass die Chinesen das machen. Ja, aber Krieg hatte so eine suggestive Wirkung nach dem Motto, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Also deswegen habe ich da wenig Zuversicht, dass diese Stakeholder
sich da einmischen, obwohl es natürlich eine ökologische, eine ökonomische Katastrophe für alle Beteiligten ist, auch für Russland. Ja? Das geht ja auch den Bach runter ökonomisch. Ja? Ja. Also wer sollte das organisieren, diese Stakeholder, dass die jetzt anfangen, tätig zu werden? Das sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ja. Ich. Ja, gerne, Friedrich. Ja, gut, gut. Ja. Ja, das ist der Punkt, warum ich so Hoffnungen gesetzt habe, dass da mal die völkerrechtlich neutral sind, die Initiative ergreifen. Denn es muss eine Initiative ergriffen werden. Es ist so, ab einer gewissen Eskalationsstufe können die direkt betroffenen oder involvierten Konfliktparteien nicht mehr aussteigen. Das ist diese Eigendynamik, Autopoiesis und so weiter, wie wir sie alle kennen. Ja? Das muss eine Intervention von außen sein. Und nachdem verschiedene Möglichkeiten, so wie die, sagen wir, die UNO, die ja kein Gewaltmonopol hat, das ist der Punkt, nachdem die nicht genutzt werden können, gibt es nur die, dass wirklich über diese, wie ich es genannt habe, über die konzertierte Aktion, aber initiiert durch die Länder, die auch völkerrechtlich nach wie vor sich neutral verstehen und auch so verhalten, nämlich nach Kriegsvölkerrecht, nicht im wirtschaftlichen Sinne, dass die da anfangen, diese konzertierte Aktion zu organisieren. Könnten ganz genauso gut andere sein. Also ich denke an Indien zum Beispiel. Auch, es gab ja einen Besuch der Frau von der Leyen auch in Indien vor kurzer Zeit, weil Indien bisher noch nicht Pro-Kontra-Stellung bezogen hatte. Ich hoffe, dass meine Information dann nicht mehr up-to-date ist, sondern dass es immer noch so ist. Und es gibt genügend andere, die auch durchaus ein gewichtiges Wort einzubringen hätten, die, wenn die dann, sagen wir, konzertiert aktiv werden, dass das nicht einfach nur von der Hand zu weisen ist. Das ist jetzt wirklich in dem Sinn moralisches Übergewicht durch diese Aktion herzustellen. Ich habe vorhin so einen Begriff verwendet, Windows of Opportunity. Und und gesagt, die öffnen sich bestimmte Zeit, schließen sich wieder. Wenn sie erkannt werden und genutzt werden, ist es gut. Wenn nicht, sind sie später nicht so zu nutzen. Ich habe mich engagiert, bemerkbar gemacht über Freunde in Finnland und in Schweden, bevor die politische Entscheidung dort getroffen worden ist, dass sie einen NATO-Beitritt ambitionieren. Ja? Und zwar, ich sage es jetzt, sagen wir selbst ironisierend, ich kam mit der absurden Idee, die ich Ihnen vorgetragen habe, zu sagen, Frau Marin, die Ministerpräsidentin, wenn Sie jetzt Kontakt suchen würden mit Präsident Putin und sagen, Sie verstehen sicher, dass jetzt die Stimmungslage in unserem Land pro NATO-Beitritt ist, ja, aber wir haben so eine lange Tradition der aktiven Neutralitätspolitik. Es gibt eben diese Helsinki-Akte und es gibt genug Beispiele, wo auch nicht öffentlich sichtbar für die Medien Finnland immer wieder auch Vermittler gute Dienste angeboten hat und so weiter. Es gibt eine Tradition und eine Glaubwürdigkeit Finnlands in dieser Rolle. Und was würde geschehen, wenn Sie Kontakt suchen mit Präsident Putin? Denn er wird dem Aufmerksamkeit schenken, sagen, Sie verstehen, die Stimmungslage ist pro NATO-Beitritt, aber ich finde, Präsident Putin und ich, wir sollten nicht an diesen 1300 Kilometern der Grenze, die durch unwegsames Gebiet führt und so weiter, wir sollten da nicht in diesen Wettrüstkampf eintreten, sondern nach den Beispielen, die wir ja haben, die es gegeben hatte, also wie 1992, 94 oder 90 Open Sky,
die Rechte, gegenseitig die Territorien zu überfliegen, mit Radar und Fotos und so weiter zu überwachen, zur Kontrolle der Vereinbarungen, dass nicht aufgerüstet wird und Kriegsvorbereitungen stattfinden und so weiter. Oder diese verschiedenen Vereinbarungen, die es gegeben hat in den Zeiten des Kalten Krieges, eben dieser Open Sky und dieses einander informieren über Manöver und wie stark ist das militärische Material und das Personal, das innerhalb des Gebietes, das wir zum Grenzgebiet erklärt haben, sich befindet und so weiter. Also das sind gewisse proaktive Vertrauensbeweise, um, und jetzt so spreche ich, als wäre ich die Ministerpräsidentin wirklich Finnlands, sagen, weil es uns vernünftig erscheint, nicht in diesen Kampf des Wettrüstens einzutreten, sondern gut nachbarschaftliche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen und zu halten und dafür auch Garantien einzubauen. Also auch wieder mit der OSZE, die das Monitoring macht und so weiter, wie sie es ja in Lugansk und in Donetsk und so weiter auch getan haben. Und ich flechte kurz ein, ich habe mit der OSZE gearbeitet, auch in solchen Fragen, auch was Ossetien betrifft und so weiter. Und es müsste möglich sein, hier ein Beispiel zu schaffen, nämlich nicht diese ganze Kettenreaktion des Misstrauens, des Wettrüstens und so weiter, was ja bisher noch nie, nachweislich, nie zur Verhinderung kriegerischer Auseinandersetzungen beigetragen hat, sondern immer die paradoxe Wirkung hat, dass es dann irgendwann früher, um nicht überrumpelt zu werden, früher als vielleicht nötig dann zum Einsatz kam. Ähnliches habe ich an die Adresse schwedischer Politiker und so weiter gerichtet. Und die Idee war eben, dass Aufmerksamkeit gewinnen würde und es für Putin leichter wird, sagen, da entsteht nicht eine Kriegsfront noch in einem anderen Gebiet. Wir haben schon genug zu tun an der belarussisch-russischen Grenze und so weiter oder mit Moldawien und so weiter. Also das sind ein paar Dinge. Ich habe selber gesagt, mit der absurden Idee, weil ich weiß, das erfordert enorme Überwindung aus der Logik, aus der Affektlogik dieses Rüstungskomplexes auszusteigen. Aber nur dann, wenn wir anti-impulsiv handeln, ich würde nicht sagen anti-intuitiv, aber anti-kontra-impulsiv handeln, nur dann kommen wir ein Stück weiter. Erstmal vielen Dank. Fritz, du wolltest direkt was zu sagen. Ja, ich denke, das ist jetzt, das ist jetzt eher retrospektiv. Was hätte passieren können? Die Tatsache, dass es so nicht gekommen ist, spricht ja dafür, dass eben diese Suggestion, entweder du bist für uns oder gegen uns, also diese im Laufe von Kriegen, ist immer Freund-Feind-Unterscheidung. Und die Dritten, auf die Stakeholder, auf die du setzt, die scheinen mir im Moment eher die Position des lachenden Dritten zu haben, weil Indien als Beispiel jetzt billig, extrem billig sein Öl von den Russen beziehen kann. Ja, und also all diese Stakeholder sind im Moment eher in einer Situation, wo sie sagen, okay, schauen wir, wie wir das ausbeuten können. Und auch Arabien liefert nicht mehr Öl, sondern setzt die Preise hoch. Die sind froh, dass jetzt die Großen sich gegenseitig blockieren und dass sie im Schatten dieses Konfliktes große Kriegsgewinne einstreichen können. Ja, die haben überhaupt kein Interesse daran, sich einzumischen. Ja, auch die Chinesen haben sich ja nicht eingemischt, weil sie ein Interesse haben, dass die Russen enthalten, aber sie werden nicht als Mediator tätig, was sie gehofft haben. Ja, weil sie sagen, wenn die Russen und die Amerikaner sich beschäftigen, die Amerikaner liefern jetzt Waffen in die Ukraine, dann liefern sie keine nach Taiwan und halten den Pazifik ruhig. Also insofern, da sind so viele im Spiel. Ich habe nicht die geringste Hoffnung, dass da eine vierte Lösung auch nur eine minimale Chance hat. Natürlich ist das alles aus einer Position des Außenstehenden Beobachters, der auf die Welt, die Ökologie, die Probleme, die wir haben mit Klimaerwärmung und, schaut, vollkommen irrational. Aber Rationalität ist ja nichts Objektives, sondern es ist eine Systemrationalität. Und für die russische Systemrationalität ist es offenbar sinnvoll,
die Ukraine zu übernehmen. Und für die ukrainische Systemrationalität ist es offenbar sinnvoll, sich mit allen Möglichkeiten zu wehren dagegen. Ja, das, denke ich, ist die Situation. Deswegen glaube ich nicht, also ich, du hast ja recht, ja, hoffentlich werden alle Gesprächskanäle offen gehalten. Ja, das, aber ich glaube, eh nicht beide Parteien irgendwo zu dem Schluss kommen, wir haben nichts mehr zu gewinnen durch weitere Aufrüstung und durch Dauerkampf, wird das nicht kommen. Und meine Prognose ist ganz pessimistisch, dass das so ein eingefrorener Dauerkonflikt wird. Der Westen wird weiter Waffen liefern, die Russen werden weiter Nachschub haben. Und es bleibt, wir haben ja diesen Konflikt schon. Der Krieg in Donbass ist ja schon seit 2014. Ja, ja, klar. Läuft ja schon 8 Jahre. Und der wird jetzt noch 8 Jahre weiterlaufen oder noch länger. Ja, da kommt es zu keiner schnellen Entscheidung, wäre meine, ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Ja? Das kann ich ja wirklich nur hier nochmal sagen. Aber wenn man nüchtern von außen drauf schauen, ja, dann sehe ich da wenig Chancen, dass so eine Initiative, es müsste jemand organisieren. Das könnte wahrscheinlich immer noch nur die UNO sein. Ja? Aber die ist so zahnlos geworden. Wobei, diese Zähne haben genauso die Amerikaner ausgeschlagen wie die Russen. Ja, ja. Das muss man schon sehen, im Irak haben die Amerikaner ja Ähnliches gemacht, sind in ein fremdes Land einmarschiert und haben es besetzt und so weiter. Ja. Meine Hoffnung ist, deswegen, wie gesagt, wenn ich, um nochmal diese, was wäre wenn, was hätte man anders tun können, aufzunehmen, ich glaube nicht, dass Besetzung langfristig funktioniert. Alle Diktatoren, die wir kennen, die, wenn die mit Gewalt von außen beseitigt wurden, gab es Chaos wie im Irak oder in Libyen. Wenn die Diktatoren in ihrem Bett gestorben sind, dann hat das Land sich geändert, ob das Salazar war oder Franco. Ja, also Afghanistan. Man kann nicht auf Dauer ein Land gegen die Bevölkerung regieren. Deswegen würde ich immer abraten davon, militärisch sich zu wehren. Ein Grobpotenzial, um zu verhindern, dass jemand einmarschiert, allemal. Aber jetzt läuft der Krieg. Und die Frage ist, was kann man jetzt machen? Und wir sind Partei. Ja, und wenn wir wollen, dass die verhandeln, dann müssen wir sehen, nicht damit die Ukraine, ich kann es nur wiederholen, damit die Ukraine gewinnt, in Anführungsstrichen, was immer das heißt, sondern damit die Russen nicht damit durchkommen, dass sie mit Gewalt, mit Niederbomben, territoriale und politische Gewinne haben. Die haben gute Erfahrungen damit gemacht. In Syrien, ja, ich war mal in Aleppo, da ist ja nichts mehr davon da. Ja, das ist eine Katastrophe, was die gemacht haben. Ja, und Tschetschenien, Ossetien, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus als ich, das sind ja alles Katastrophen. Und offenbar ist das unter Machtgesichtspunkten eine rationale Strategie. Ja, aus der Affektlogik dieser. Ich würde jetzt aber, also ich glaube nicht, dass man mit moralischen Argumenten da irgendwas. Na, warte. Offenbar hat ja auch diese Propagandamaschine in Russland gut genug funktioniert, dass intern man sich auf der moralisch richtigen Seite fühlt. Aber das war in allen Kriegen so, ne? Da als die Kirchen haben die Waffen gesegnet und das macht der Kirill genauso. Also insofern. Diese moralische Ebene im Sinne von, ihr seid dann George W. Bush, die Nation, Gangsternation, oder ja, also das wird nicht funktionieren, wenn es um Macht geht. Ich habe auch, ja, soweit, ich wollte nicht in der Rede fallen. Fritz, ich erwarte überhaupt nicht von den arabischen Ländern und anderen, die tatsächlich von den hohen Preisen jetzt profitieren, dass die in diesen Chor der Stakeholder jetzt einmal als Erste einmarschieren. Aber es gibt genügend andere, die die Rechnung bezahlen, eben diese hohen Energiepreise und Lebensmittelpreise und so weiter. Und so wie auch manche Dinge, was die ganze Klimathematik betrifft, eine gewisse Wendung gekriegt haben, als auch die afrikanischen Staaten sich zu Wort gemeldet haben, zum Beispiel. Ja? Die immer noch an den Schäden der Kolonialisierung zu leiden haben und so weiter. Und auch in der Art und Weise, wie über die Lösung der Klimafragen verhandelt wurde, einfach nicht wirklich eingegangen ist auf das, was jetzt deren
sehr vitale Interessen betrifft. Also, wie gesagt, nicht die arabischen Länder und so weiter, die jetzt die ja, Profitierenden sind, aber über die Neutralen müsste es wirklich gelingen, so viele zu mobilisieren, zu aktivieren, die sagen, wir sind alle die Opfer. Es gibt sowieso immer diese Täter-Opfer-Geschichte im Konflikt, ist ganz klar. Aber jetzt sind wir alle Betroffene und deswegen ist es nicht gleichgültig, wie lange dieses Geschehen weiterhin zur Lebensmittelverknappung, zu Preissteigerungen führt und so weiter. Denn das trifft in allererster Linie eigentlich die dritte Welt. Ja, aber wer soll das organisieren? Ja, also das kommt auf die Initiative an, auch innerhalb der bestehenden Gremien, zum Beispiel was die UN-Weltflüchtlingsorganisation betrifft, was die Gesundheitsorganisation, also WHO betrifft und so weiter. Und Russland ist nach wie vor Mitglied dieser Sonderorganisationen der UNO und manchmal gibt es so Drohgebärden, sowas wie, dann werden wir vielleicht uns überlegen, da auszusteigen, wenn wir sowieso geschnitten werden. Aber es gibt genügend Möglichkeiten, um da, wo noch immer Kommunikationskanäle bestehen, um über diese Kommunikationskanäle wirklich auf die Kriegführenden. Und das geht eben nicht nur um den Präsident Putin. Es geht genauso gut um die USA, es geht genauso gut um jetzt den Generalsekretär der NATO. Und ich finde es ein Problem, wenn sich der Blick jetzt verengen würde, nur weil es um das regionale Geschehen Russland auf dem Territorium der Ukraine, als ging es nur um Russland und die Ukraine. Aber da sind wir uns, glaube ich, auch vorhin schon einig gewesen. Also da sind Washington, da sind die Entscheider und in Moskau sind die Entscheider und so weiter. Und in dem Sinn, es ging mir nicht um das Bespielen des, sagen wir, des Moralisierenden, sondern zu sagen, verdammt nochmal, ja, ihr richtet uns zugrunde und da können wir nicht einfach tatenlos sein. Ja? Und da ist die Frage, inwieweit es gelingen könnte, hier wirklich zu isolieren und auf die Weise eben zu spüren zu geben, ihr kriegführenden Parteien, ihr seid in einer interdependenten Beziehung mit uns allen. Ja? Und aus dem Grund spüren wir das, was ihr dort regional tut, einander antut, das spüren wir natürlich weltweit. Und das ist Grund genug, um zu sagen, nochmal, wenn das von Neutralen und anderen initiiert wird, dass hier massiv diese Betroffenen, in dem sind Stakeholders, Betroffene, die Rechnung bezahlen müssen für all die Dinge, die Leidtragenden sind, sagen, jetzt treten wir für unsere Rechte auf. Und es gibt auch Beispiele, wie zum Beispiel China sich bei wichtigen UNO-Entscheidungen auch in der letzten Zeit immer noch enthalten hat, also nicht Veto Macht ausgeübt hat, aber sich herausgenommen hat, enthalten hat. Auch das ist ein Window of Opportunity, würde ich sagen. Obwohl ich weiß, dass speziell Präsident Putin schon seit vielen, vielen Jahren am Eurasien-Konzept arbeitet. Ich weiß, dass aus meiner Arbeit, die ich immer wieder in Russland hatte, zum Beispiel für die Akademie der Wissenschaften oder für Universitäten und so weiter, wo mir dann zum Beispiel der Direktor vor 10 Jahren oder noch länger dann eine Broschüre in die Hand gedrückt hat, in englischer Sprache, über das Eurasien-Konzept. Und dass die Zukunft Russlands nicht in der Annäherung an Europa liegt, sondern einfach in der Vernetzung mit dieser im Kommen begriffenen Welt eben in Asien, Zentralasien und auch die Schwellenländer und dergleichen. Ja, magst du was dazu sagen, Fritz? Ja, ich sehe also als Hoffnung, dass, ja. dass da irgendwelche Stakeholder oder Neutrale laut geben,
die Hoffnung teile ich auch. Ich sehe nur, dass sie keinerlei Machtmittel haben. Ja, ich glaube nicht, dass sie irgendein Machtmittel haben, um Eindruck zu erwecken bei den Kriegführenden. Weil die sind sehr viel näher dran an dem, was unmittelbar zeitlich ansteht. Ja. Und wir sind ja ausgegangen von der Frage, Waffen liefern oder nicht, schwere Waffen oder nicht. Und ich sehe nur, wenn man jetzt aufhören würde, einseitig keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern, dann wäre das die weiße Fahne ziehen. Dann wären wir bei der zweiten meiner Optionen. Dann wäre es unterworfen. Die Schwierigkeit finde ich, und das ist nochmal etwas, was ich jetzt einfach theoretisch nochmal spannend finde, weil ich bin ja sehr gespalten. Einerseits gucke ich da als Konfliktforscher und Theoretiker drauf, das ist die Außenperspektive. Andererseits schaue ich als jemand, der inzwischen die Sympathien verteilt hat, nämlich auf Seite der Ukraine, weil man halt immer, oder ich zumindest immer demjenigen, der vermeintlich schwächer ist, seine Sympathien schenkt. Ja, also wie kann man agieren, wenn man, wir alle sehen, und das muss ich dir nicht erzählen, als dem Konfliktpapst, ich bin da ja bestenfalls Messdiener. Ja, wie kann man eine Deeskalation verhindern? Ja? Und und das ist, denke ich, als jemand, der drinsteckt im Konflikt, also für die Ukraine. Das heißt, die müssen sich verteidigen, damit der andere sich nicht durchsetzt, aber sie müssen sich so verteidigen, dass es keine Eskalation wird. Das ist eigentlich die Paradoxie in der Situation. Das ist die Paradoxie. Weil die Einladung, wie beim Pokern, dann höher zu setzen, nach dem Motto, haust du meine Tante, hau ich deine, also dann immer noch mehr draufzusetzen, das ist die Gefahr. Und in einem Konflikt, und das weiß ich aus ganz eigener Erfahrung, in einem Konflikt, wo jemand einem den Krieg erklärt, sich zu schützen und nicht zu eskalieren, das ist extrem schwierig, weil die Einladung ist ja sehr groß. Und in einem Krieg drin zu stecken oder überhaupt in Konflikten, fördert ja die Kreativität der Beteiligten in einer ganz erschreckenden Weise. Ja, ja, in einer Weise, dass man sich alle möglichen Schweinereien fallen einem ein, die man sich sonst nie erlaubt hätte, weil man sich ja als der Gute, als der Verteidiger fühlt. Ja, also das ist eigentlich das Dilemma, in dem jetzt die Ukraine drin steckt, beziehungsweise wir als diejenigen, die ihre Sympathien und ihre Unterstützung, also wir, sage ich jetzt, die westlichen Länder, individuell mag das jeder ja anders sehen, aber das ist das Dilemma, wie kann man der Ukraine helfen, sich zu verteidigen, ohne dass es zur Eskalation kommt. Die Eskalationswirkung. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt, im Moment scheint das ja noch zu gehen, glaube ich. Ja? Und wie gesagt, ich sehe noch, bei aller Hoffnung, die ich mit dir ja teile, wenn irgendjemand was sagt, aber ich sehe da entweder auf der dritten Seite nur Kriegsgewinnler oder Leute, die keinerlei Einfluss haben. Ja, wenn die Afrikaner, was sollten die tun, die jetzt wahrscheinlich als Erste verhungern? Wenn, da gibt es ja auch strategische Überlegungen schon seit 10 Jahren. Ich habe ein Buch hier bei mir im Schrank stehen, wie Migration als Waffe verwendet wird. Ne? Und das machen die Russen natürlich auch oder haben sie im Blick. Wenn in Afrika gehungert wird, dann kommen noch mehr Leute nach Europa und dann werden die Gesellschaften hier destabilisiert. Ja, also solche Sachen. Da sehe ich überhaupt gar kein Licht am Horizont. Am Ende des Tunnels ist besser. Horizont ist so was Positives. Gesine? Ja? Ich habe eine mir peinliche Frage. Ich muss mich für 2 Minuten kurz ausklinken, weil der Druck der Situation sich in einem bestimmten Organ bei mir bemerkbar macht. Völlig in Ordnung. Ich drücke noch was, um mit ihm gleich zu tun. Das ist ja wirklich ein logisches, natürliches Recht, mal kurz entsprechend sich zu entziehen. Jetzt ist natürlich die Situation, wenn du jetzt weiter was sagen würdest, Fritz, das fehlt dann vielleicht Friedrich. Ich sage nichts jetzt weiter. Nein, wir müssen ja den Faden aufrechterhalten. Ja. Jeder muss ja wissen, was der andere gesagt hat. Ich denke auch, ja. Voll in Ordnung. Kann man mal durchschnaufen. Vielleicht kann ich die 2 Minuten nutzen, um eine Frage zu stellen, die vielleicht andere interessiert, jetzt gar nicht in unserem normalen Gesprächsfaden,
sondern was gibt es denn für Impulse, also für Zwischenrufe, für Essays, für Stellungnahmen von anderen, die du gelesen hast zu diesem Thema, die du spannend findest als Impuls im Sinne von, vielleicht möchten andere hier, die uns zuhören, da auch nochmal hingucken. Wer hat denn da was Kluges zu dem Thema deiner Meinung nach beizutragen gehabt, außer jetzt Friedrich Glasl und du? Naja, ich schaue natürlich auch viel Fern- und Fernsehdiskussionen, ob das im amerikanischen oder italienischen oder französischen Fernsehen ist. Und letztlich ist der Streit genau derselbe, wie wir ihn hier jetzt haben. Ja? Und die Militärexperten sagen alle, es muss zum Patt kommen. Vorher kommt es nicht zur Verhandlung. Und ja, man muss sich erschöpft gekämpft haben. Das ist sozusagen, die formulieren das nicht so wie ich. Ja, ich finde ja, dass mit die Formulierung sehr viel treffender, keiner soll mehr glauben, dass er gewinnen kann. Als Erschöpfung, das ist so eine körperliche Metapher, die mir nicht ganz passend erscheint. Ja, aber von den Phänomenen her beschreibt es genau dasselbe, denke ich. Und ich habe darüber hinaus, obwohl ich sehr genau zuhöre, wenn man gestern Abend zum Beispiel Markus Lanz angesehen hat, da war dann der Dietmar Bartsch von den Linken da, der hat auch gesagt, keine Waffen, aber in dem Moment, wo dann eine Militärspezialistin ihm entgegnet hat, ist es bei ihm, so als ob man ihm den Stöpsel rauszieht, da war kein Argument mehr dabei. Ja. So, jetzt, um dich kurz wieder reinzuholen, Friedrich, vielleicht nochmal wiederholen. Alles habt ihr eine Lösung gefunden? Wir haben nur versucht, die Pause zu füllen. Ja, nein. Normalerweise kommt dann jemand rum und verbietet Eis, Creme. Ja. Popcorn. Ja. Kino, okay. Genau. Und ich glaub, vielleicht magst du kurz sagen, was die Frage war, dass Friedrich weiß, was gerade war. Ja, ich habe Fritz gefragt, ob er irgendwelche Stellungnahmen, Positionen zu der aktuellen Thematik von irgendjemandem gelesen hat, die er nochmal als eine wirklich weiterführende, zusätzliche, wichtige Perspektive gesehen hat, außer jetzt die ihr beiden eingebracht habt. Mhm. Meine Antwort war im Wesentlichen, nein. Auch keine anderen Perspektiven gesehen, ja, weil vor allem diejenigen, das ist noch ein bisschen anders. Du sagst ja, man muss die mit Waffen versorgen. Die müssen sich selbst verteidigen können. Ja? Aber es wird immer sehr deutlich, wenn man zum Beispiel Fernsehdiskussionen sieht, dass diejenigen, die sagen, keine Waffen liefern, spätestens dann, wenn sie auf das Selbstverteidigungsrecht angesprochen werden, dann irgendwie mit ihren Argumente verdünnisieren sich dann irgendwo. Da ist nicht mehr sehr viel übrig. Und die Militärexperten, die sich da melden. Was mich sehr überrascht hat, das sind die intelligentesten scheinen da Frauen zu sein, die da auftreten, im deutschen Fernsehen zumindest. Ja, es gibt viele Frauen, die sich offenbar sehr gut mit militärischen Fragen und strategischen Fragen beschäftigt haben. Die sagen dann auch, die haben eine andere Metaphorik für dieses Phänomen, die sagen, die beiden Seiten müssen erschöpft sein, dann kann es zur Handlung kommen. Ja, wobei ich, wie gesagt, diese Erschöpfungsmetapher ein bisschen zu wenig theoretisch fundiert finde, sondern ich glaube, meine Formulierung, keiner soll mehr glauben, dass er gewinnen kann, und aber trotzdem sicher sein, dass er verhindern kann, zu verlieren, wird, glaube ich, der psychischen oder der, wie soll man sagen, der Weltsicht, die dahinter steckt, eher gerecht. Ja, behaupte ich jetzt mal. Das ist natürlich ein Problem. Also, wenn ich das so sagen darf, habe ich das vielleicht richtig verstanden. Es gibt irgendeinen Raum, wir wissen nicht genau, wie groß, zwischen sich noch irgendwie schützen und nicht weiter eskalieren lassen. Ja. Genauso auch, also diesen Raum vielleicht zu finden, wo könnte da was stattfinden und was kann auch nicht stattfinden, vielleicht sogar auch. Wo sind Grenzen? Naja, also ich glaube, die eskalieren würde die Ukraine, wenn sie jetzt irgendwelche Einrichtungen systematisch auf russischem Territorium angreifen würde, was nahe liegt. Ja, wie gesagt, man wird kreativ. Ich habe mich schon am 24. Februar die Russen angegriffen
Und spätestens am Abend des 24. dachte ich, als erstes würde ich natürlich diese Brücke kaputt machen, die zwischen der Krim und dem russischen Festland ist, damit die da keinen Nachschub hinbringen können. Ja, haben sie aber nicht gemacht. Ja, wahrscheinlich aus diesen Gründen, dass sie nicht eskalieren wollten. Ja, strategisch wäre das wahrscheinlich schlau gewesen. Ja, aber also ich denke, insofern sind die schon ziemlich zurückhaltend, ja, in dem, was sie tun. Und jetzt zu versuchen, sein eigenes Territorium zu beschützen, ob sie das jemals zurückerobern können, ist ja die Frage. Habe ich auch meine Zweifel. Ja? Aber nicht zuzulassen, dass jetzt Odessa noch eingenommen wird und zu kämpfen, ja? Oder auch die Häfen frei zu kämpfen, das finde ich alles legitime Maßnahmen. Und dafür würde ich ihnen auch immer die entsprechenden Waffen liefern. Das heißt, gut, der letzte Satz, dafür würde ich immer entsprechende Waffen liefern. Was löst das bei dir aus, Friedrich? Na, ich greife zurück auf das Stichwort Erschöpfung. Ja. Ja? Mhm. Denn das ist schon, also bei der dritten Form, wie Fritz sie beschrieben hat, nämlich keiner glaubt mehr, überhaupt gewinnen zu können. Der Grund kann natürlich sein, dass die Erschöpfung sowohl mental, weil die Kriegsmoral, die Kampfmoral auf beiden Seiten sinkt und so weiter, oder weil es immer schwieriger wird, Nachschub zu organisieren und so weiter, oder weil sich herausgestellt hat, dass wirklich Fehleinschätzungen gemacht worden sind, was sich ja relativ schnell gezeigt hat, was die patriotisch geprägte Verteidigungsbereitschaft in der Ukraine da zu sehen gegeben hat und so weiter. Aber ich greife deswegen das Wort der Erschöpfung auf, weil ich sage, wenn wir als Weltgemeinschaft es darauf ankommen lassen, dass es wirklich bis zur Erschöpfung geht, sodass dann keiner mehr Chancen sieht, dann heißt es aber, dass nicht nur die direkt Kriegführenden erschöpft sind, sondern es führt auch zur Erschöpfung der Systemumgebung. Ja? Denn die Systemgrenze ist nicht wasserdicht in dem Sinn. Ja? Und genau das rechtfertigt auch das. Ich reite auf dem Thema rum natürlich, auch weil ich das, was Fritz auch sagt, die Hoffnung nicht fahren lassen will. Ja? Und schau, wo gibt es noch Chancen und so weiter. Aber in dem Sinn geht es wirklich alle an, denn es auf die Erschöpfung derer, die direkt Kombattanten sind, ankommen zu lassen, heißt, dass die nächsten roten Linien überschritten werden. Denn die Frage ist, kann sich Russland in dem Sinn eine Niederlage erlauben? Kann sich erlauben zu sagen, es ist eine Pattstellung? Und dann haben wir halt gesagt, gut, wegen der Pattstellung lassen wir uns auf Friedensverhandlungen ein. Das gab es schon oft. Ich meine, auch der 30-jährige Krieg ist mehr oder weniger durch die Erschöpfung der Kriegführenden damals mit der Intervention des Venezianers Contarini und so weiter, damals über mehrere Jahre, Osnabrück und Münster und so weiter, durch Verhandlungen zu einem Ende gekommen. Und das Problem ist auch, wenn das mit diesem, ich lasse es auf Erschöpfung ankommen, eben, dass in dem Sinn die Auswirkungen wirklich für die ganze Umgebung, für die ganze Systemumgebung natürlich genauso fatal, genauso katastrophal sind. Und aus dem Grund lasse ich auch die Hoffnung nicht fahren, dass irgendwann da dieser Ruck durch die Regierungen geht, um zu sagen, wir lassen uns nicht suggerieren, dass was die psychologische Kriegsführung im Osten wie im Westen tut, und zwar unaufhörlich tut, nämlich, dass die anderen, die außerhalb des Kriegsschauplatzes sind, dass die eigentlich nichts tun könnten, dass sie ohnmächtig sind. Und jetzt, ich habe in dem einen oder anderen meiner Bücher hingewiesen auf die Methode, die seinerzeit, nämlich 1986, Gorbatschow angewandt hat, die sogenannte Grid
Methode. Also allen die, also ich denke, Fritz kennt sie sicher auch, die von Charles Osgood entwickelt worden ist und von dem Schweden Linskult dann in Labors getestet und verbessert worden ist, nämlich um aus der ganzen Drohungslogik, die ja Teil der Affektlogik der Kriegsführung ist, aus der auszusteigen, nämlich nicht ständig zu sagen, ich fordere von dir, dass du das und das tust, wenn nicht, dann gibt es Bestrafung. Und das macht die Gegenseite genauso. Also die Drohstrategien, die gegenseitig praktiziert werden und die dann natürlich heißen, dass Bestrafung, Sanktionen auf den Fuß folgt, wenn die Forderung nicht erfüllt wird. Und das, was das Durchbrechen dieser Logik ist mit dieser GRIT-Methode, ich sage nur ganz kurz, wofür dieses Akronym GRIT eigentlich steht, für dieses englische Graduate Reduction of the Intensity of Tensions, also stufenweise Spannungsreduktion. Und die besteht darin, dass eine Konfliktpartei sich gut überlegt, 5, 6 Handlungen, Maßnahmen, die hintereinander gesetzt werden, also nicht gleichzeitig, hintereinander, und eine Abstufung enthalten und die einseitige Angebote sind, hier und dort Rüstungspotenzial zu vernichten, abzurüsten, Trägerraketen unbrauchbar zu machen, zu verschrotten und so weiter, auch weil sie schon vielleicht überholt sind, technologisch gesehen und so weiter, aber wie auch immer. Und das hat damals 86 Gorbatschow getan. Ich weiß von einem Vizeminister, mit dem ich damals in Leningrad zu tun hatte, weil ich die ehrenvolle Einladung hatte, mit Top-Leuten in der damaligen Sowjetunion, das war ja Glasnost und Perestroika am Beginn, die sagten, wir wollen dahinter kommen, was ist denn das Erfolgsgeheimnis westlicher Führung und Organisation und Strategie und so weiter. Und da war unter anderem ein Vizeminister von Gorbatschow in der Gruppe neben dem CEO der Aeroflot und der ganzen Panzerproduktion und dies und das. Also zurück. Der hat mir das erzählt, dass Gorbatschow die Methode kannte und deswegen sich 5 Schritte überlegt hat und die Methode eben dann angewandt hat, die darin besteht, zu sagen, ich biete eine wirkliche, substanzielle Abrüstungsmaßnahme einseitig von mir an. So viele nukleare Sprengköpfe werden unbrauchbar gemacht. Und zwar unter Beobachtern des Europarates. Ich kündige das an, ich lade die Beobachter des Europarates ein und ich lade ein, damals eben im Westen, NATO, macht was Ähnliches. Aber ich führe es durch. Da kam hämische Kritik und so weiter, ist alles nur kommunistische Propaganda. Wenn wir es nicht machen, machen sie es auch nicht, dann kriegen wir den schwarzen Peter und so weiter. Gorbatschow hat aufgrund der Lynch-Köld-Experimente sehr klar auf alle möglichen Unterstellungen und so weiter, dass das irgendein Übertrick wäre, reagiert und Maßnahme 1 umgesetzt, unter Beobachtung der Europarat-Menschen. Ankündigung des zweiten Schrittes. So viele Mittelstreckenraketen werden unbrauchbar gemacht. Angekündigt, Einladung, machen Sie was Ähnliches. Jetzt war in den Medien des Westens das schon nicht 50-50, aber schon ziemlich geteilt. Einige sagten, das erste hat er durchgeführt. Es wäre möglich, dass das zweite auch macht. Wir sollten dann nicht untätig bleiben. Aber es kam nicht zu einer entsprechenden ähnlichen Aktion. Aber wieder klare diplomatische Noten als Antwort auf alle möglichen Unterstellungen, so und so, Durchführung. Nach einiger Zeit Ankündigung des dritten Schrittes. Und das war der Punkt.
dass innerhalb von 48 Stunden nach der Ankündigung Gorbatschow und Reagan in Reykjavik in Island einander nur mit Dolmetscherinnen einander in einem schlichten Häuschen gegenüber saßen, ohne Expertinnen und Experten. Und später hat Reagan beschrieben in seinem Rückblick auf diese Begegnung, wie er zutiefst beeindruckt war von der Ehrlichkeit, von der moralischen Größe Gorbatschows, obwohl alle wussten, er tut es auch, weil der Westen Russland zur Rüstung gezwungen hat, damit ruiniert wird wirtschaftlich. Aber was offenbar Gorbatschow glaubwürdig bei Reagan rübergebracht hat, war eben, nein, es ist ein Wahnsinn, was wir machen. Es ist, wenn wir schauen, was das für uns alle bedeutet, nicht nur für uns, die Sowjetunion oder für die NATO und so weiter oder für andere. Das ist ein Wahnsinn. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Und diese Begegnung, die ja nur wenige Tage gedauert hat, die hat dann dazu geführt, dass die bisher stagnierenden Genfer Abrüstungsverhandlungen neu aufgegriffen wurden, dass die Expertinnen und Experten und Diplomaten, dass die neue Instruktionen kriegten. Und das hat 1987, also etwas über ein Jahr später, zu diesem INF-Vertrag geführt, der eine substanzielle Rüstungsbeschränkung zur Folge hatte. Also dass nicht wirklich Geld verpulvert wird in Material, von dem man hofft, dass es nie angewandt wird. Ja? Und diese Geschichte, nämlich Angebot statt Fordern, Belohnung statt Bestrafung und so weiter, das ist dieser Ausstieg aus dieser Drohstrategie-Logik und so weiter. Aber was glaubst du denn, was der Unterschied zu einer Situation ist, wo wirklich Krieg ist? Das war ja keine heißer Krieg. Nein, nicht nur der kalte Krieg. Ein heißer Krieg ist, wo jeden Tag die Bomben fallen und die Granaten geschleudert werden. Ja, wer sollte denn damit anfangen? Die Frage ist bei dieser Grid-Methode in dem Sinn nicht so, sondern welche Seite könnte so weit gebracht werden? Das kann die NATO sein, das kann Russland sein. Ich würde jetzt mal auf die NATO setzen. Ja? Mhm. Und zwar, ihr habt vorhin, während ich in einem kleinen Raum Antworten gesucht habe, ja, noch nicht gefunden habe, über das eine oder andere gesprochen, dass dieses Aussteigen aus dieser Logik, dass das heißt jetzt, dass eine Seite wirklich zu der Erkenntnis kommt, wenn ich bestimmte Dinge tue, die gar nicht mit einer eskalierenden Absicht gemacht werden, dass sie trotzdem so interpretiert werden, weil das haben wir nicht in der Hand, wie es wahrgenommen wird, interpretiert wird, bewertet wird, dass es trotzdem eskalierende Wirkung hat. Ja? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den Gorbatschow hier bei dieser Grid-Methode auch beachtet hat, nämlich, ich habe das und das vor, Absicht ist nicht das und das, sondern Absicht ist das und das. Und um euch zu beweisen, dass das nicht ein Übertrick ist, Beobachtung und dies und das und so weiter. Aber von seiner Seite kam in dem Vertrauen, also kam die einseitige Aktion, die ganze Strategie der 5 Schritte in einem Vertrauensvorschuss, das ihm viele nicht abgenommen haben im eigenen Land, im Sowjetsystem, nämlich wenn du uns so schwächst, ist es ein leichtes, dass jetzt die NATO zu irgendeinem Überfall ansetzt. Ja? Und vielleicht nicht schon nach dem ersten oder nach dem zweiten Abrüstungsakt, sondern nach dem dritten, vierten oder fünften und so weiter. Und trotzdem, und das ist der Punkt, trotzdem blieb er fest entschlossen, das wirklich bis zum 5. Schritt zu machen, im Glauben daran, dass eigentlich das dahinterstehende Wertedenken, nämlich was ist der Gewinn, der für alle entstehen kann,
wenn wir aus dieser Forderungs- und Bestrafungslogik aussteigen und einander Vertrauensbeweise liefern und dann eben uns auf diese Rüstungsbeschränkung verständigen. Aber warum ist auszuschließen, dass zum Beispiel nach Washington oder nach Brüssel, wo der Sitz der NATO ist, gereist wird und gesagt wird, aha, es gab ja einen aus russischer Sicht sehr gut nachvollziehbaren Effekt der Eskalation durch das Errichten der Raketenabschussrampen in den neuen NATO-Ländern, also die baltischen Länder und so weiter, mit dem Vorwand, wie das seinerzeit Präsident Bush Junior gemacht hat, nämlich wir tun das nicht gegen Moskau, wir tun das gegen Teheran. Ja? Aber nahe an der russischen Grenze, so als würde man da schneller mit Raketen nach Iran, in den Iran kommen. Ich weiß, das klingt jetzt überspannt, wenn ich das so sage, aber was würde ausschließen, zu sagen, wir wissen, das war eines der ersten Streitobjekte, das ja auch seinerzeit Putin bei der Sicherheitskonferenz in München 2007 angesprochen hat. Und was ernst genommen wurde damals, nur 2008, als der Ukraine und Georgien NATO-Mitgliedschaft angeboten wurde im März in Bukarest bei der Verhandlung, gab sofort den Schuss nicht nur vor dem Bug, sondern in dem Bug durch Russland, russische Regierung, mit Ossetien im August 2008. Ja? Was, ja, wenn ihr jetzt, ich sage nicht, man hätte und das, aber ich sage, wie könnte an dem Beispiel jetzt das, was das Streitobjekt erster Ordnung war, und das immer wieder von Präsident Putin zitiert wird, wir sind bedroht worden. Die Zeit bei einem Fehlalarm, die Zeit, die zwischen Abschuss und Landung in Moskau liegt, ist viel zu kurz, um über einen Telefonanruf und so weiter sagen, bitte, es hat nicht der Atomkrieg begonnen, sondern das war ein Versehen, was es seinerzeit mit den U-Booten, mit Atomwaffen vor Kuba geschehen ist. Und was ja, gab ja noch ein Beispiel mit diesem berühmten russischen Oberst, der auch zum Telefon gegriffen hat, also auf dem Bildschirm sah, dass da ein Flugobjekt sich russische Grenze genähert hat und so weiter. Warum? Ich möchte nicht ausschließen, dass es möglich ist, dass das, was wirklich wesentlich zum Bruch geführt hat, mit dem Errichten dieser Abschussrampen und so weiter in den baltischen Ländern und dann Polen und so weiter, dass das eine starke Wirkung haben könnte, spekulativ natürlich. Aber das ist bei allem, wenn ich sage, es gäbe die und die Möglichkeit, er sagt, natürlich, es geht davon aus, dass sich die Gegenseite auf so eine Logik dann auch einlassen könnte. Aber es wäre möglich, da auch sich seinen Stufenplan à la Grid zu überlegen und ihn wirklich konsequent durchzuführen. Und gleichzeitig zu sagen, wenn auf diese Geschichte weiter positiv reagiert wird, indem da und dort wenigstens Waffenruhe und wenigstens Korridore für Menschen, die aus den Kriegsgebieten raus wollen, garantiert werden und so weiter, ja, dann gehen wir zum nächsten Schritt über. Also eine Einladung, nicht unbedingt, macht auch was unbrauchbar von euren Trägerraketen und so weiter, sondern etwas, was in das unmittelbar laufende heiße Kriegsgeschehen auch eingreift und eine deutliche Geste wäre, ja, Vertrauensvorschuss wird mit Vertrauen beantwortet. Gesine, wenn du erlaubst, ich würde gerne die Frage noch mal ein bisschen größer ziehen, weil wir jetzt ja einerseits gestartet sind mit, es ist am Ende des Tages eine Auseinandersetzung Russland-NATO. Jetzt ja. Über die Frage rede, wie findet die Ukraine mit Russland zu einem Frieden? Und die Frage, die ich gerne an beide, vielleicht Fritz, als erstes an dich stellen würde, ist, es gibt ja nun inzwischen, glaube ich, ziemlich bestätigt die Einschätzung, dass Putin jetzt nicht das Thema Ukraine im Auge hat, sondern eben tatsächlich eine imperiale Idee, die er verfolgt, wo ja viele andere Bereiche mit dazugehören.
Und es gibt ja die These, dass sobald quasi jetzt die Ukraine-Thematik in irgendeiner Weise befriedet ist, dass es an einer anderen Stelle weitergehen würde. Die Frage wäre, also erstens, ob dieser breite Blick dessen, was geplant ist, ob das sozusagen auch deine Sichtweise ist. Und wenn ja, reicht das, was an Problemen jetzt in der Ukraine entstanden sind, um ihn nachhaltig von dieser Idee wegzubringen? Beziehungsweise, und das ist ja auch mit der Frage verbunden, ist Putin hinreichend wie Gorbatschow, dass die Strategien, die mit Gorbatschow funktioniert haben, funktionieren könnten? Oder ist er sozusagen noch auf dem Modus, dass er sich einfach durch Eskalation sehr viel mehr verspricht, als man ihm anbieten könnte am Verhandlungstisch? Wie schätzt du das ein? Also ich denke, Putin ist der Anti-Gorbatschow. Ja, Gorbatschow ist ja derjenige, der das grandiose Sowjetreich kaputt gemacht hat für Putin. Ja, die Frage ist, ob man alle russische Politik jetzt so personalisieren sollte, auf Putin zu schreiben. Aber das ist ein neues Thema, was wir da aufmachen. Auch auf Gorbatschow. Ja. Oder auf Gorbatschow. Ja. Weil natürlich, ich glaube schon, dass die gegenwärtige Situation brenzlicher ist als im Kalten Krieg, weil im Kalten Krieg gab es ein Zentralkomitee, wo die Teilnehmer sich gegenseitig entmachtet haben. Das sehe ich jetzt in der russischen Führung nicht, dass da so viele in den Startlöchern stehen, um Putin zu entmachten. Aber ja, ich glaube, dass es, Putin hat es ja relativ deutlich gesagt, er sieht das als einen Konflikt zwischen Russland und der NATO. Und er hat auch gesagt, er will eigentlich das alte russische Land sich zurückholen. Ja, das heißt, er will den Status quo verändern, ganz massiv. Ja, ich sehe nicht die geringste Chance für diese Grit-Methode, schon weil sie Gorbatschow angewendet hat. Ja, also schon deswegen. Ja, aber ich sehe auch nicht, dass man jetzt von der NATO-Seite aus irgendwelche Truppen oder Raketen aus den baltischen Staaten abziehen kann, weil die fühlen sich massiv bedroht. Die waren schon mal unter sowjetischer Herrschaft und die haben auch große russische Bevölkerungsanteile. Ja? Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann die Nächsten wären, relativ groß. Und die Forderungen, die Putin vor dem Krieg, vor dem Einmarsch gestellt hat, dass quasi die Geschichte zurückgedreht wird um 20 Jahre, ja, was NATO-Erweiterung und Ähnliches angeht, das sind ja ganz massive Veränderungen der weltpolitischen Landschaft, die er da im Blick hat. Ja, natürlich kann man versuchen, dass sollten die Amerikaner mit den Russen irgendwelche Gesprächskontakte innehaben. Aber es geht darum, dass man sich nicht einig darüber ist, wie die Landkarten gezeichnet werden, wo Einflussbereiche sind. Und Putin, also ich bleibe jetzt mal bei dieser Personalisierung, scheint ja doch eher ein Weltbild des 19. Jahrhunderts zu haben. Die Sowjetunion war ein Kolonialreich, nur dass die Kolonien halt nicht jenseits des Ozeans waren, sondern an den Grenzen des Landes. Ja. Ich habe neulich gerade gelesen, das war noch vor dem Ukraine-Krieg, ich weiß auch nicht, wie ich dazu kam, von Tolstoi, der Krieg im Kaukasus. Ja, also schon damals gab es Kriege, wo diese ganzen Völker im Kaukasus einfach von Russland zentral qua militärischer Gewalt unter der Knute gehalten wurden. Ja. Das ist das Modell, was er offensichtlich weiter befolgt. Also ich würde nicht erwarten, dass er mit irgendwelchen Gesprächsangeboten zu irgendwas zu bringen ist, aber die Macht faktischer Ohnmacht, hätte ich beinahe gesagt. Ja, also das militärische Patt, dann glaube ich, kann man mit ihm über irgendwelche Sachen verhandeln, meinetwegen auch über Abrüstung. Dass das Ganze und ich glaube, er hat sich verkalkuliert. Er dachte, er kann da schnell durchmarschieren. Offenbar sind sein, ich weiß nicht, ob ihr alle gesehen habt, diese eine Sitzung, wo er diesen Geheimdienstmann so runtergeputzt hat, wie nur was, weil er nicht die Botschaft gegeben hat, die er hören wollte. Wer so mit seinem Geheimdienst umgeht, kann ich erwarten, dass der Geheimdienst ihn wirklich realistisch informiert. Ja, wahrscheinlich war er schlecht informiert, hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass er jetzt so einen langen Krieg führen muss. Für Russland ist das, auch wenn sie jetzt ihr Öl in der Welt immer noch sehr gut oder vielleicht sogar besser verkaufen können als vorher, trotzdem ein ökonomisches Desaster. Von den ganzen Toten, ja, und den Familien, die natürlich ihn dann auch
von der Fahne gehen, gar nicht zu schweigen. Russland musste nach 10 Jahren aus Afghanistan abziehen. Ja, und ja. Weil die Mütter von 10.000 toten Soldaten, die sie in 10 Jahren hatten. Soldatenmütter. Jetzt haben sie schon 30.000 oder noch mehr Tote. Mhm. Ja, ein Drittel ihrer Armee soll vernichtet sein und 50.000 entweder tot oder schwer verwundet. Dass das nicht in der Bevölkerung eine Wirkung hat, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht. Aber jetzt, also insofern glaube ich, wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo er auch zu dem Schluss kommt, das ökonomische Kalkül, wobei ich ökonomisch jetzt nicht die Finanzen meine, sondern was ist die Gewinn- und Verlustrechnung, politisch auch, dass sich das da verändert. Weil auch weltpolitisch wird er ja unbedeutender, er wird immer abhängiger von Peking und. Also ich glaube nicht, dass diese, aber ich wiederhole mich insofern. Ja, Friedrich Dasel, auch an dich, Frage in die ähnliche Richtung. Ich meine, Putin ist jemand, das Program on Negotiation in Harvard hat vor, ich glaube, 2 Monaten ein Video, das mag der ein oder andere hier im Kreis auch schon gesehen haben, veröffentlicht. Dort berichten 5 ehemalige amerikanische Außenminister und Außenministerinnen über ihre Verhandlungserfahrungen mit Wladimir Putin. Und es geht um die Frage, welche Empfehlungen können abgeleitet werden. Was für mich, und zwar querbeet, also von Demokraten bis republikanischen Außenministern dort, die Empfehlung, die Bottomline war zu sagen, die russische Verhandlungskultur ist eine Verhandlungskultur, die massiv auf Machtdurchsetzung ausgerichtet ist, für die Interessenorientierung, wie wir das im Westen kennen, schon kulturell etwas Ungewöhnliches ist, weil es einfach auch kein Rechtsstaat war, wo man friedliche Vereinbarungen ohne Macht ernsthaft durchsetzen konnte. Und von daher, und dazu ist Putin auch noch als Geheimdienstoffizier aus einer bestimmten kognitiv-strategischen Perspektive sehr auf diese Machtstrategien ausgerichtet. Und die Bottomline dort ist, zu sagen, man wird am Ende mit Putin erst dann reden können, wenn er nicht mehr glaubt, er könne ernsthaft jetzt hier an der Stelle etwas gewinnen. Und es gibt nichts, was man ihm anbieten kann zu dem Zeitpunkt, wo er noch nicht quasi hinreichend Angst hat, dass eine weitere Eskalation für ihn nicht günstig ist. Gleichzeitig muss man ihn persönlich, das ist die zweite Nachricht, ihn persönlich wertschätzen und respektvoll behandeln, aber gleichzeitig keinerlei Schwäche zeigen und schon gar nicht mit einseitigen Abrüstungen kommen. Das fand ich eine spannende Perspektive. Und die Frage für mich ist halt, wie kann man jemanden, der eben aus dieser ganzen Herkunft kommt und der für den eben Neutralität nicht das ist, was er will, weil er ja quasi Kontrolle und Beherrschung möchte, wie kann da ein Neutralitätskonzept ausreichend sein, um am Verhandlungstisch quasi für die Russen attraktiv zu sein in der jetzigen Situation? Das ist das ist mir noch nicht klar. Wenn du vielleicht da noch mal 1-2 Ideen sagen könntest, wie aus der Inneren, nicht aus unserer Logik, auch nicht aus der Weltgemeinschaft, ja, Putin und die russische Führung haben ja jetzt da nicht viel am Hut mit Völkerrecht und Weltgemeinschaft und unseren Werten, wie aus deren innerer Logik ein Angebot sein könnte, dass einerseits für das Baltikum, Polen, Ukraine akzeptabel ist, aber auf der anderen Seite eben auch aus der inneren Logik einer russischen Führung Sinn macht, auf das Schießen zu verzichten. Wenn wir da einfach mal spekulieren könnten, wäre das, glaube ich, hilfreich, weil ich sehe im Moment diese Zopa, wie wir das beim Verhandeln nennen, am Verhandlungstisch noch überhaupt gar nicht. Deswegen würde mich da deine Perspektive als Russlandkenner auch sehr interessieren. Oh, du hast jetzt eine ganze Menge an Themen angeschnitten, Andreas. Und jetzt suche ich mir die auch so vielleicht, die eine Schlüsselstelle ist, nach meiner Einschätzung. Ja? Und das eine ist wirklich, welches Bild von Putin wird aufgrund der jetzigen Geschehnisse geschaffen, das dann rückwirkend zur Deutung, Erklärung auch früheren Verhaltens dient.
Das ist übrigens ein Effekt, den ich beschreibe, der ab Stufe 5, Gesichtsangriff, Gesichtsverlust, auch im Kleinen, im Krankenhaus genauso oder in der Bank oder da oder dort auftritt, nämlich wir haben den durchschaut, dass der uns belogen, betrogen, getäuscht hat und so weiter und so weiter. Und da war doch vor einem halben Jahr auch ein Problem und wir wussten nicht, wer das zu verantworten hat. Das war sicher auch dieser Oberarzt. Und dann auch das, das heißt, diese rückwirkende Image-Veränderung ist ein ganz, ganz typischer Effekt. Es werden dann, das ist ja das, was auch Leute, die im Scheidungsprozess sind und über ihre qualvollen Ehejahre reden, als wäre das vom Anfang an nur Hauen und Stechen gewesen und so weiter und die schönen Momente eben dann ausgeblendet haben. Aber jetzt, es gibt nämlich wirklich dieses, natürlich, Gorbatschow ist nicht Khrushchev, Khrushchev ist nicht Gorbatschow, aber weder Gorbatschow war als Einzelperson der, der die Politik gemacht hat, weiß ich von dem Vizeminister, er musste sich auch gegenüber dem ganzen kommunistischen Zentralregime ja behaupten, durchsetzen. Und das ist ja an sich schon eine phänomenale Geschichte, dass ihm das gelungen ist, überhaupt um Karriere zu machen, ohne sich dem System sozusagen zu unterwerfen und zu konformieren und so weiter. Also das ist das eine. Putin hat anders Karriere gemacht. Und wir wissen ja seine Herkunft und wie er dann auch in Deutschland, KGB, Dresden und so weiter, da auch tätig war und dann später Karriere gemacht hat und so weiter. Nur, ich habe auch mit Diplomaten gearbeitet, die direkt mit Putin verhandelt haben. Noch nicht jetzt in der letzten Zeit, sondern bevor die Ukraine Spannungen losgingen. Also bevor Minsk I und Minsk II Abkommen zustande kamen und so weiter. Und da gibt es durchaus ein sowohl als auch Bild. Es ist nicht so, dass er nur der Butcher ist, um jetzt Biden zu zitieren. Nicht nur, obwohl natürlich, wie das in Syrien oder in Tschetschenien und so weiter geschehen ist, das sind natürlich unverzeihliche Gewaltakten und die würden so einen pauschalisierenden, generalisierenden Schluss auf seine Persönlichkeit natürlich stützen. Das ist schon so. Aber wenn ich sage, es ist ein sowohl als auch. Und wenn du, Andreas, vorhin gesagt hast, du zitierst da die Leute aus Harvard, wenn ich die richtig verstanden habe, die sagen, Russland hat sich nie an Völkerrecht gehalten. Oder habe ich das falsch verstanden? Nein, die Position ist zu sagen, das ist nicht deren Interesse im Moment und nichts, was sie als relevante Werte für sich akzeptieren in der aktuellen politischen Führung. Nicht nie und in keine Vergangenheit. Okay, weil das war auch mein Punkt, nämlich, weil ich komme jetzt mit der ganzen Liste, wo sehr wohl diese verschiedenen Abkommen Ost und West geschlossen wurden und überwacht und eingehalten wurden. Bis es dann, das hat auch Fritz vorhin schon angeführt, wie es dann durch die eine oder die andere Seite zum Bruch kam. Zu einseitigen Aktionen wie das Missbrauchen des Syrien-Mandats, Libyen-Mandats, wo sie ein UNO-Mandat für eine humanitäre Intervention hatten und dann Flugverbotszonen machten und so weiter. Ohne UNO-Mandat Serbien und so weiter, USA. Und so weiter. Und von russischer Seite Abchasienkrieg 92 bis 94, von russischer Seite Ossetien dann 2008, August, schon angeführt und vieles mehr. Aber es gab eben, und bitte auch unter Putin, ja, es gab eben Abkommen, die wurden wirklich beachtet, eingehalten. Und wie gesagt, aus meiner Arbeit auch mit der OSZE, weiß ich, wie beim Monitoring und so weiter, wie die in ihren Daily Reports immer wieder darauf hinweisen mussten, aha, im Falle jetzt Donbass zum Beispiel, da haben die russischen Separatisten das getan und da haben wieder die ukrainischen und die Söldner und dies und dieses Katze-und-Maus-Spiel von der einen wie von der anderen Seite. Es hat sich täglich abgespielt und deswegen würde ich sagen, dieses einseitige Pauschalisieren, Globalisieren zu sagen, nur von der Seite kann man nicht erwarten, dass in
dass, sagen wir, so weit Rationalität spielt und zum Tragen kommt, dass wirklich wieder es Sinn macht, völkerrechtliche Vereinbarungen zu schließen. Denn wenn man das verwirft, sagt man ja, und dann, wenn der Krieg, sei es durch Erschöpfung oder wie auch immer, durch Kapitulation zum Ende kommt, das ist ja noch nicht Friedenszustand. Wie schaut denn dann die Sicherheitssituation aus und die Sicherheitsarchitektur? Es muss zu Gesprächen kommen. Und dann muss gerade auch mit Personen, die verantwortlich sind für Kriegsverbrechen, konkret jetzt im Falle des Ukraine-Kriegs, ist das die russische Kriegsführung, natürlich. Wenn sie vielleicht nicht angeordnet haben, aber dann geduldet haben und mitgetragen haben und so weiter. Genauso verantwortlich für Kriegsverbrechen sind, so wie, denken wir an LeakyWeeks, für die Kriegsverbrechen, für die ein amerikanischer Präsident im Irak, in Afghanistan, Guantanamo und so weiter verantwortlich ist. Und trotzdem muss mit diesen Personen, die politische Macht repräsentieren, muss mit denen verhandelt werden. Es gibt keine Alternative dazu. Ja? Und müssen nicht nur über Verbales, sondern über Taten, über Handlungen, muss wieder etwas aufgebaut werden, überprüfbares Vertrauen. Also Vertrauen, das auch durch Kontrolle gesichert werden muss. Also ich achte sehr darauf, nicht in diese psychologische Kriegsführung da rein zu geraten, bei der eben diese Verteufelung, wie es vom Westen Richtung Putin geschieht, und genauso gut von Osten jetzt Richtung der ukrainischen Regierung, all diese Nazis und Drogensüchtigen und das und umgekehrt, um da nicht reinzugehen. Und wenn ich, sagen wir, mit dem Eindruck und mit der Interpretation, für die natürlich vieles, vieles an Fakten auch hergenommen werden kann, nämlich ein Wiederbeleben gewisser imperialer Ansprüche von russischer Seite, da steht aus russischer Sicht dem gegenüber, dass der Imperialismus der NATO oder des USA, bitte, bitte, kein geringeres, nur hat die NATO bisher oder USA den Vorteil gehabt, dass sie nicht Kriege auf eigenem Territorium führen mussten, sondern es lieber woanders stellvertretend getan haben, um sich ihre Märkte zu sichern. Und wenn die Begründung hier ist, es geht um die Befreiung der Ukrainer von den Nazis oder gegen den Genozid, den die Ukrainer an den russisch sprechenden Menschen verüben und so weiter. Also diese moralisch hehre Motivierung für diese Spezialaktion und so weiter, das trifft genauso zu für diese Pseudomoral, so wir exportieren demokratische Verhältnisse nach Libyen und nach Irak und so weiter. Ich sage das nicht, um aufzurechnen, sondern gerade weil auf dieser wie auf jener Seite genug Grund zum Aberkennen der Vertrauenswürdigkeit besteht, führt kein Weg daran vorbei, dass das geschehen muss. Und lieber früher als später, lieber bevor so viele tausende Menschen auf der ukrainischen Seite mehr als auf der russischen verbluten müssen. Und Kulturgüter und Sonstiges und Lebensgrundlage. Plus, und da komme ich wieder mit meinem Refrain, die ganzen ökologischen Schäden und so weiter und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und so weiter. Ja. Wo die dritte Welt, wie gesagt, die Rechnung bezahlt, wieder einmal. Ja, vielen Dank. Ich würde, Fritz, dich auch gerne in Richtung der Lösungsrichtung nochmal fragen. Du bist ja nun auch bekanntermaßen ein Experte fürs Tetralemma. So das eine und das andere hatten wir jetzt. Die Frage an dich wäre jetzt auch aus einer theoretischen Sicht, wenn man jetzt die Positionen, die und die im Moment dann auch die Forderungen, Vorstellungen, die Ukraine hat unter die Russen sieht, wenn wir jetzt in eine Lösungsrichtung denken wollen, ist das denn jetzt mehr in Richtung nichts von beidem oder in Richtung beides? Oder nicht von beides. Oder was ganz anderes. Oder ist es was ganz anderes? Da sind wir dann bei Matthias. Matthias von Wager. Ich würde mich in dem Fall gar nicht jetzt unbedingt an... Also Matthias und ich haben ja unterschiedliche Formen des Tetralemmas. Ja, Tetralemma. Ja. Muss man nochmal sagen. Aber wenn ich jetzt wirklich, was ja sehr hypothetisch ist, da als Vermittler engagiert würde, ja, das ist, glaube ich, die
die große Schwierigkeit, dass ja gar keiner jemanden sucht. Ja, deswegen waren wir ja vorhin schon, wer soll es machen und wer kommt. Aber nehmen wir das mal gegeben, die kommen zu dem Schluss, ja, wir müssen miteinander reden und wir brauchen irgendeinen neutralen Dritten. Ja? Ich unterstreiche übrigens all deine neutralen Beschreibungen von beiden Seiten, dass sie alle Dreck am Stecken haben, unterstreiche ich sofort natürlich alles, ja, weil da kann keiner die moralische Fahne hochhalten und sagen, wir sind die Guten und ihr seid die Bösen. Aber jetzt in der konkreten Situation, denke ich, haben wir einen heißen Krieg, ja, und gesetzt den Fall, die sind alle erschöpft oder was weiß ich, sind zu dem Schluss gekommen und wir müssen verhandeln, dann würde ich zum Beispiel nicht auf vertrauensbildende Maßnahmen setzen, ja, weil ich finde, das Vertrauen wächst nur über lange Zeit. Ich würde mir überlegen, wie kann ich dem gegenseitigen Misstrauen gerecht werden, dass die sich sicher fühlen, auch wenn sie sich misstrauen. Das wäre, würde man überlegen, wie man das hinkriegt mit Überwachung und was weiß ich. Allem. Und ich würde auch mich überhaupt nicht um die Vergangenheit scheren. Ja, das im Laufe meiner, weiß nicht, 40 Jahre oder bald 50 Jahre, die ich mit Konflikten arbeite, ja, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es wenig Sinn macht, die Vergangenheit aufzubearbeiten, weil natürlich jeder irgendwas findet, was der andere ihm angetan hat. Ja, irgendwie da, diese Autopoiese des Konflikts, ja, die läuft halt weiter. Ja, jeder findet irgendwas beim anderen und der Konflikt sucht sich auch seine Akteure. Der läuft ja auch weiter über Jahrhunderte teilweise, wenn die alle schon tot sind, die mal angefangen haben. Also ich würde sehr zukunftsorientiert arbeiten und mit beiden darauf fokussieren. Ja, bin ja mein Wundermittel ist ja, und das kann ich nur jedem empfehlen, ja, die umgekehrte gute Fee-Frage, ja, um es mal auf den, wir haben nicht mehr so viel Zeit, auf den Punkt zu bringen. Ja, die gute Fee-Frage kennt ihr alle, wenn morgen das Problem weg ist. Ja, also wenn morgen der Konflikt gelöst ist, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, was kannst du tun, um den Krieg oder um den Konflikt wieder zu starten? Und das auf beiden Seiten. Mich hat neulich in einem Interview auch hier im Netz jemand gefragt, ja, was würden Sie denn Zelensky fragen? Ja, und meine Antwort war, ich würde ihn fragen, wenn Sie wollten, dass Putin Atombomben auf Kiew wirft, wie könnten Sie das am schnellsten schaffen? Ja, und dann würde ich natürlich weiterfragen, wenn Sie wollten, dass Zelensky genau das machte, Herr Putin, was müssten Sie tun? Also das heißt, ganz radikal, beiden zu Tätern machen, beide in die Verantwortung für die Fortsetzung des Krieges bringen. Könnte man natürlich auch mit Biden und Putin machen, ja, und so weiter, wer immer man jetzt da als die Kontrahenten definiert. Also in die Verantwortung bringen für die Fortsetzung des Krieges. Weil Kriege oder Konflikte generell laufen ja nur deswegen weiter, weil immer wieder irgendjemand was tut, was diesen Konflikt am Laufen hält, am Köcheln hält. Das ist wie ein Kaminfeuer. Wenn man da nicht immer wieder irgendwelche Scheite nachlegt, dann brennt sich das runter und alle vergessen den Konflikt. Also muss man den Beteiligten die Verantwortung dafür geben, dass der Konflikt weitergeht. Und deswegen würde ich da ganz radikal, in radikalster möglichen Weise zukunftsorientiert mit den Beteiligten arbeiten. Ich würde gerne eine Frage anschließen, weil wir ja schon ziemlich weit sind, auch mit der Zeit, die ich aber auch für sehr wichtig halte. Vielleicht haben wir wir als Community, als Mediatorinnen, Mediatoren, als Konfliktinteressierte hier in unseren deutschen, österreichischen Gesellschaften mehr Einfluss auf unsere Gesellschaften als auf Herrn Putin. Und die Frage wäre, was nehmen wir denn aus diesen Erfahrungen dieser zwei Stunden, aus dieser Diskussion, aus ähnlichen Diskussionen mit, wenn wir sehen, dass, und ich glaube, das ist heute wieder deutlich geworden, Menschen wie ihr jetzt mit der gleichen Zielsetzung, wo wir am Ende hinwollen, auch mit den gleichen Werten, mit den sehr, sehr ähnlichen konflikttheoretischen Konzepten auf den Konflikt drauf guckt, aber oft auch noch sehr, teilweise sehr unterschiedliche Lösungsrichtungen bringt, bis hin zu Bewaffnung ist wichtig, Bewaffnung ist schädlich. Das hat ja auch Konsequenzen für den gesellschaftlichen Diskurs, der sich bis an jeden Frühstückstisch zieht in unserer Fachcommunity. Wie schaffen wir das denn, so eine komplexe Frage in unserer
in unseren demokratischen Gesellschaften so zu erörtern, dass wir daran nicht kaputt gehen und dass wir den Krieg nicht noch stärker importieren in uns hinein und in unsere Herzen, als das ohnehin passiert. Denn es müssen am Ende ja politische Entscheidungen getroffen werden, die so oder so Risiken haben und einen hohen Preis. Vielleicht, Friedrich Glasel, du zuerst und danach Fritz Simon, dass ihr da mal eure Perspektive habt, weil ich glaube, das ist für uns auch eine ganz wichtige Frage, wo auch unser eigener Einfluss noch mal größer ist als auf den Frieden, der am Ende am Verhandlungstisch passiert. Ja, ich knüpfe erst an bei dir, Fritz. Nämlich, es geht überhaupt jetzt noch gar nicht darum, schon Friedensgespräche herbeizuführen, sondern das Erste ist wirklich, was ich immer nenne, das Window of Opportunity zu nutzen. Zum Beispiel die Frage, kann ukrainisches Getreide aus Häfen verfrachtet werden? Und da muss Russland mitspielen. Da ist auch schon die UNO im Spiel. Und das ist so ein Window of Opportunity, wo es möglich ist, einander in dem Sinn durch Tun Vertrauen zu beweisen, Vertrauenswürdigkeit zu beweisen. Und das ließe sich auch noch verknüpfen mit Korridor für Menschen in den Kampfgebieten etc. Also es geht wirklich darum, jetzt die allerersten Schritte, und das ist noch nicht der lange Weg der Friedensgespräche, aber die sind Voraussetzung dafür, dass dann nicht nur eine Hoffnung geweckt ist, sondern auch ein gewisses Vertrauen entstehen kann. Ja, der nächste Schritt, Waffenstillstand mit Kontrollen und dergleichen, aufgrund des Misstrauens, da knüpfe ich auch bei dir an, denn die Kontrollen sind Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen, nachdem erst aus Misstrauen heraus Kontrollen vereinbart worden sind. Dann der Beweis erbracht wird, nein, dieser Vertrauensvorschuss ist nicht missbraucht worden und so weiter. Und dann meine ich, und jetzt gehe ich auf das, wo ich auf uns alle schaue, als Bürgerinnen, Bürger, Zeitgenossen, Zeitgenossinnen und so weiter. Ich finde es ganz, ganz wesentlich, um nicht in den Chor dieser Kriegspropaganda und so weiter mit einzustimmen und mit diesen Verteufelungen und mit diesen Ohnmachtsdingen und so weiter, sich da gefangen nehmen zu lassen, sondern wirklich das, was ich, glaube ich, auch mit einer gewissen Beharrlichkeit jetzt versucht habe zu leben, nämlich sagen, nein, es gibt Möglichkeiten, aber das ist noch nicht der erste Schritt, sondern muss erst das und das geschehen, damit der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte und dann eine neue Sicherheits- und Friedensarchitektur möglich wird. Aber es muss mit dem ersten Schritt beginnen. Und da haben wir auch eine Stimme. Und da ist Außenpolitik viel zu wichtig, als sie dem Berufspolitikerinnen und Politikern mit ihren Interessen zu überlassen. Sei es, dass bei Demonstrationen eben nicht solche Dinge wie Putin-Mörder und blutverschmiertes Gesicht, sondern der Appell an Soldatenmütter, schon das, du das, denken wir an die Umwelt und so weiter. Also positive Signale an ein Wertegrundverständnis, das ja da sein muss und an das ich appelliere. Und nicht, sagen wir, mit diesen Beschimpfungen und so weiter, auch wenn die, sagen wir, strafrechtlich oder völkerstrafrechtlich begründbar sind. Es führt nicht dazu, dass sich die andere Seite öffnet, bewegt und so weiter. Es führt nur zur Verhärtung, zur Versteifung, zum Justamentstandpunkt und dergleichen. Und da ist ganz wesentlich, wie wir auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, sprich Leserbriefe, Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, wirklich unermüdlich dran zu bleiben, zu sagen, es muss eine Alternative, ein zusätzlich zu dem Unterstützen der Selbstverteidigung, muss der Weg der Gespräche, der muss beschritten werden. Es geht nicht ohne. Und auch wenn wir die Waffen ruhen werden, dann, ja, was dann? Geht nur mit Gespräch. Vielen Dank. Fritz, wie siehst du das? Was ist zu tun, damit wir in all dieser was sagen, was wir als ja. Still. Jetzt war gerade das Bild eingefroren. Ich hab, aha, jetzt sehen wir dich wieder. Jetzt geht's wieder. Ja, okay. Also die Frage war ja, was wir als Konflikt, als
als professionelle Schlachtenbummler hier bei uns errichten können. Ich bin da ziemlich pessimistisch. Also ich bin da nicht sehr, ich habe da keine Größenfantasien. Ich war mal auf einer Tagung von Politikberatern und die haben alle geweint, dass keiner in der Politik auf sie hört. Ja, interessanterweise waren diese Politikberater auch alle bei irgendwelchen Stiftungen beschäftigt. Das heißt, die wurden auch von einer Stiftung bezahlt und nicht von denen, die sie beraten. Ja, ich glaube, so ähnlich geht es uns jetzt hier. Ja, wir können unsere Expertise zur Verfügung stellen und publizieren. Die Frage, wen juckt's? Ja, ich glaube nicht, dass das so viele Leute interessiert, weil was die Politik angeht, sind wir einfach Bürger wie andere auch, die Interessen und ihre Sichtweisen haben und dazu beanspruchen. Ich habe eine höhere Autorität als du, ja, die du jetzt, was weiß ich, aus dem Bauch heraus dies oder jenes denkst, wird nicht akzeptiert, weil wir sind alle Wahlbürger oder Bürger, die eine Stimme haben und mehr nicht. Und deswegen wird das wahrscheinlich untergehen. Aber ich denke, wir bemühen uns ja schon. Wir opfern unser Mittagessen und reden hier 2 Stunden miteinander. Und ich finde, das ist schon ziemlich viel. Wobei, Fritz, entschuldige, aber meine Frage natürlich auch darauf zählte nicht, wie können wir unsere inhaltlichen Vorschläge für die Lösung des Ukraine-Konfliktes, wie können wir uns da einbringen? Aber vielleicht ist doch die Position von Konfliktprofis in der Frage, wie können wir auf unsere Gesellschaft einwirken, auf unseren öffentlichen Diskurs in Deutschland, damit der friedfertig oder konstruktiv mit Konflikten umgeht. Vielleicht haben wir da etwas mehr Einfluss als die Ukraine-Politik des Kanzlers. Am Ende des Tages zu beeinflussen oder haben wir den auch nicht? Dann, das würde mich interessieren, wie du das siehst. Ich denke, in dem Moment, also du meinst es jetzt generell jenseits des Ukraine-Konfliktes. Ja, wobei es natürlich gerade aktuell, Haltung wo die Dinge hochpeitschen, ja, in der öffentlichen Debatte. Ja, nein, also außer seine Sichtweisen darzustellen, sie zu begründen, ja, ohne selber gleich in solche Freund-Feind-Schemata hineinzukommen oder sie zu implizieren. Glaube ich, wenn man das hinkriegt, ist das schon ein großer Vorteil. Und wenn dann Leute zuhören und sagen, ah, ist ja interessant. Ja, letztlich geht es ja bei diesen Konflikten immer noch mal um die Unterscheidung zwischen Inhalts- und Beziehungsaspekt. Und bei solchen Kriegen sind wir halt nur auf dem Beziehungsaspekt. Und den auf einer Inhaltsebene quasi zu verhandeln, das ist ja die Schwierigkeit, ohne gleich einzusteigen in die Parteinahme. Das ist die Schwierigkeit. Und ich denke, was wir jetzt heute gemacht haben, ich hatte nicht das Gefühl, dass hier zwischen uns irgendeine Freund-Feind-Unterscheidung entstanden ist. Ja, also, sondern auch wenn wir inhaltlich unterschiedliche Positionen vertreten. Gesine, ich gebe dann an dich wieder zurück. Dass du sozusagen einen Schluss drum binden kannst. Genau, auch wegen der Zeit. Also es ist deutlich, dass wir sozusagen auf 2 Ebenen, wir fühlen mit, so gut wir können, wir sehen, was in den Medien fabriziert wird, was formuliert wird, wie reißerisch teilweise auch oder einseitig wir natürlich Informationen bekommen und was können wir da denken, was wir tun könnten oder eben, wie du es gesagt hast, Andreas, wir kommen nicht an den Verhandlungstisch, wenn es ihn überhaupt geben wird. Und aufgehängt natürlich an den Waffen. Da hatten wir heute am Anfang ja das Thema, dass dieser Raum zwischen, ich muss mich schützen können, was ihr gesagt hattet, gerade jetzt auch du, Friedrich, dass man da nicht sagen kann, die dürfen sich nicht selbst verteidigen. Und was können wir tun, dass es nicht weiter eskaliert? Oder was könnte getan werden? Wir nicht als Personen. Und dann gleichzeitig, was eben am Ende war, dieses, was heißt das für uns, was heißt das in Österreich, was heißt das in Deutschland, was heißt das für die Demokratie, gleichzeitig in Russland ist alles anderes als eine Demokratie, also das sind natürlich große Themen, wie kommen wir da ran, wenn das Mindset ein ganz anderes ist. Oder auch wenn wir sagen, wir sind mit Demokratie vertraut und andere vielleicht sagen, da habe ich jegliche Widerstände, Ängste, was auch immer darunter liegen könnte, gegen Demokratie zu sein. Und was du sagtest, Andreas, Herrschung und Kontrolle. Ich würde
gerne nur einen Punkt einwerfen, was ich manchmal so denke in der Mediation beziehungsweise bei Konflikten, wenn sozusagen das Gefühl ist, wir können noch nicht reden oder gar nicht reden. Das wollte ich Ihnen noch einwerfen, ist die paradoxe Intervention. Also mit was ganz anderem vielleicht zu kommen, was du auch hattest, Friedrich, wie bekommen wir einen Zugang? Weil sonst kommen wir weiter in die Eskalation. Was könnte da vielleicht was ganz anderes bewirken, womit auch Putin gar nicht rechnen würde? Das wäre noch vielleicht meine Abschlussfrage an euch beide, ob da sozusagen vielleicht irgendwas sein könnte. Natürlich alles immer mit unserem inhaltlichen Denken geprägt. Ja. Vielleicht möchte einer von euch da noch was sagen. Keine Ahnung. Ja, mir, ja. Ich sehe es als das, was ich tun kann und tun muss, ist Beiträge zu liefern, um aus diesem Teufelskreis dieser affektlogischen Kriegsgeschichte rauszukommen, wo sich jede Seite als Opfer sieht und jede Seite nur als reagierend. Und was Fritz, du auch vorhin schon angesprochen hattest, du hattest ja auch die paradoxe Intervention. Was musst du tun, damit Atombomben geworfen werden und so weiter? Die Paradox. Das ist naja, eine paradoxe Intervention. Naja, aber es ist so, ich frage gerade das, was eigentlich unerwünscht ist, damit sie zur Einsicht kommen, das will ich eigentlich vermeiden, das will ich ja verhindern. Ne? Darum male ich eine Situation an die Wand und um sie bei ihrer Verantwortung, ich kann durch Tun oder Unterlassung, kann ich was dazu beitragen, dass es so geschieht. Ja? Ja. Und ich denke, da sind wir auch legitimiert, um zu sagen, also was kann man tun, um aus dieser Teufelskreis Logik, Aktion, Reaktion und so weiter, wie du mir, so ich dir, und so, um da nachdenken und darüber reflektieren zu können und vor allem das war mir schon das Wesentliche in dem, was ich von Fritz jetzt zitiert habe, nämlich, dass sie erkennen, sie haben die Verantwortung und sie werden zur Verantwortung gezogen. Und ich spreche sie an, um proaktiv von dieser Verantwortung Gebrauch zu machen. Punkt. Eine paradoxe Intervention fällt mir noch ein, die rate ich aber nicht, um es deutlich zu sagen. Nee. Man kann den Krieg ganz schnell beenden, indem man den Russen Waffen liefert. Ja, ja. Das wäre eine paradoxe Intervention, dann wäre ganz schnell dieser Krieg zu Ende. Aber die empfehle ich nicht wirklich. Ja, nee, also das ist ja auch das Typische sozusagen vielleicht für eine paradoxe Intervention, dass es immer sehr risikobehaftet ist. Ich habe eher sozusagen ins Gegenteil gedacht, aber das jetzt auch nur so dahergesagt. Was könnte sein, dass Putin erreicht wird? Mit welcher Flashmob positiv Energie einmal ihn zum Lächeln bringen, ihn als Mensch erreichen? Irgendwas ganz anderes tun, womit er nicht rechnet, neben dem, was alles passiert ist. Also ich denke, wir können hier in diesen gut 2 Stunden natürlich nicht das Thema lösen, das ist uns allen auch klar. Ich finde es ganz toll, wie ihr miteinander umgegangen seid, auf einer sehr fachlich-kollegialen Ebene, mit den Unterschieden und den Gemeinsamkeiten. Es ist klar, es muss jetzt hier nicht ausschließlich um Unterschiede gehen, genauso nicht ausschließlich schauen, wo sind wir gemeinsam auf einer Linie, sondern ich fand das sehr angemessen für das, dass wir das hier auch online versuchen und so weiter. Und auch solche inhaltlichen Sachen, wie zum Beispiel diese 5 Punkte und was kann man reduzieren vielleicht, um auch in diesem Krieg oder in kriegerischen Situationen auch zwischen Menschen Schritte aus der Eskalation rauszuholen. Also ich denke, hier konnten schon einiges mitnehmen, mitschreiben, wie auch immer. Das wäre jetzt so mein Abschluss. Und eine Sache noch, dann übergebe ich an dich, Andreas. Gerne würde ich mitgeben, dass eure beiden Vornamen nicht nur im gleichen Buchstaben anfangen und gleiche Wurzeln haben, nämlich natürlich eben den Frieden. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, der jetzt zufällig ist. Gibt es auch Vornamen, die mit Krieg anfangen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne keine, wie Friederike Friedemann, Herr Schulz von Thun, hat ja auch einen Vornamen, der darauf basiert, etc.
Frieda, Friedrich etc. Also das wollte ich noch so abschließend mitgeben. Ja, vielen Dank. Dann von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich finde, auch wenn die manche Bedürfnisse nach Streitgespräch und hart und fair und sonst was und so vielleicht nicht vollständig erfüllt sind, dass auch die Tatsache, dass man sich zuhört und dass man wirklich auch mal in die Tiefe geht, eine Qualität hat. Und die Talkshow steht ja dann am nächsten Wochenende wieder bereit, wo man auch das andere wieder kriegt. Und am Ende sind es die vielen Perspektiven, die Ideen geben. Und es war für mich wirklich ein tolles Erlebnis, eure Positionen jeweils so intensiv kennenzulernen. Wir haben alle viel mitgenommen und, wie wir, glaube ich, aber alle vorher schon wussten, leider nicht die Lösung, aber wieder viel Motivation, an der Lösung zu arbeiten. Von daher ganz herzlichen Dank an euch beide. Danke an Gesine, danke an alle, die dabei waren. Und wir werden, ich habe es vorhin schon in den Chat geschrieben, ich sage es an der Stelle aber nochmal, auf unseren LinkedIn-Profilen dann auch den Link zu der Aufzeichnung bereitstellen. Und noch eine Frage, nein, wir werden nicht den Chat veröffentlichen können, weil wir nicht die Einwilligung eingeholt haben, dies zu tun und es deswegen datenschutzrechtlich nicht zulässig ist. Die Frage kam gerade, ist mir gestellt worden, deswegen sage ich es jetzt einmal für alle. Das geht leider nicht. Von daher bleibt es bei der Aufzeichnung und bleibt es bei dem, was besprochen wurde. Und was wir uns natürlich jetzt alle wünschen, neben einem schönen Wochenende, ist, dass möglichst bald Frieden einkehrt und das Schießen aufhört. Und auch wenn das Schießen noch kein Frieden ist, das Aufhören des Schießens noch kein Frieden ist, aber es ist ein notwendiger erster Schritt dazu. Vielen Dank und alles Gute für euch. Euch vielen Dank auch. Alles Gute. Ja. Dankeschön. Und danke für das sich einlassen auf dieses Zusammentragen der Ideen. Ja, genau. Und hoffen wir, dass Friedrich mit seinen Vorschlägen durchkommt.